Tom, hörst du mich? Wir können dich leider nicht hören. Vielleicht geht es ja mit Ton besser. Jetzt geht's. Dann darfst du nochmal von Entschuldigung, vorne anfangen. technische Schwierigkeiten. Das haben Sie gerade einen kleinen Stummfilm gesehen. Ja, Entschuldigung dafür. Ich fange nochmal von vorne an. Ja, ganz herzlich willkommen zu unserem dritten Stammtisch Lasst Schnacken. Es ist tatsächlich erst oder auch schon der dritte, je nachdem, wie man sagen möchte, mit einer ganz besonderen Neuigkeit. Wir haben heute knapp 100 Personen hier im Webinar in unserem Stammtisch und das freut uns tierisch. Ich muss zugeben, die 100. Person ist meine Schwiegermutter, aber das spielt an der Stelle gar keine Rolle. Wir freuen uns einfach, dass Sie so zahlreich daran teilnehmen. Ich vermute mal stark, das wird nicht an meiner Mütze liegen, sondern vermutlich eher an dem Thema, das wir heute haben. Glauben Sie mir, auf dem Ding habe ich jetzt 3 Wochen geschlafen. Ich habe es immer noch nicht verstanden. Aber genau deswegen sind wir heute hier. Bevor ich aber weiter ins Thema gehe, möchte ich einmal nach Bargteheide in die Zentrale geben, weil nämlich mein lieber Kollege Oliver Essing hat dort einen ganz prominenten Stargast mit dabei. Passend zum Thema. Olli, ab nach Bargteheide. Ja, hallo und moin. Ja, heute mal nicht aus dem Homeoffice, sondern live aus der Firmenzentrale in Bargteheide. Ja, zu diesem brisanten Thema Kasse haben wir natürlich, wie der Tom gerade schon erwähnt hat, einen Stargast dazu gewinnen können. Unseren lieben Bereichsleiter für Warenwirtschaft und Support, der Urvater unseres Kfz-WIN und der beste Mann für das Thema Kasse. Herzlich willkommen, Thomas. Ja, hallo, Olli. Mensch, jetzt bin ich Moin. aber richtig gefordert hier. Das kann ich Ja. jetzt gar nicht alles wahrnehmen, was du alles über mich erzählt hast. Ja, auch von mir nochmal herzlich willkommen. Schön, dass ich heute Abend mal hier eine Runde dabei sein darf. Ich hoffe, ich habe ein bisschen was Interessantes mit eingepackt für die Vielzahl der Kunden, die auch mit dabei sind. Ich freue mich riesig. Ja, schauen wir mal, was da kommt. Ja, wunderbar. Herzlichen Dank, Thomas. Ja, Tom, ich würde sagen, dann, was hast du Schönes heute auf dem Plan? Ja, vielen Dank euch beiden erstmal. Für die, die unseren Stammtisch noch nicht kennen, das müssten heute ja einige sein, möchte ich ganz kurz erstmal skizzieren, wie das normalerweise abläuft, damit wir Sie da an der Stelle auch abholen können. Also zum einen machen wir es jetzt so, dass wir immer beginnen mit einem kurzen Rückblick über das, was wir im letzten Stammtisch besprochen haben, beziehungsweise eher das, was wir dort nicht klären konnten. Also die offenen Fragen, mit denen beginnen wir. Da lese ich gerade, das klingt ganz furchtbar, man versteht nichts. Ich hoffe, das gilt nicht für alle. Dann hoffe ich, dass das andere besser verstehen können. Alles gut? Doch, alles gut. Okay, scheint unterschiedlich zu sein. Für alle, die mich jetzt nicht so gut verstehen, gleich mal der Hinweis am Rande. Egal, ob Sie sich jetzt angemeldet haben oder nicht, Oh, Sie Scheiße. bekommen anschließend noch eine Bestätigungs-E-Mail für Ihre Teilnahme heute und dann hängt auch das Video als Hey Aufzeichnung Ingo, kannst du mal schnell als Link meine Tasche nochmal holen? Die dran. steht in meinem Büro. Olli Ganz und wichtig, Thomas, ich wir hören bitte. euch. Geht gleich los. Sie sehen, wir haben leichte Schwierigkeiten heute aufgrund der großen technischen Geschichte hier. Also, nochmal ganz kurz. Wir beginnen immer mit dem Rückblick über das, was letztes Mal geschehen ist, beziehungsweise eben was nicht geschehen ist. Danach kommen wir zum eigentlichen Hauptthema, was eben heute die Kasse ist und vor allem auch das, was sich jetzt wirklich zum 31.03.-1.04. Für uns alle ändert oder auch wirklich dann greift. Das wird heute das Hauptthema sein. Das ist bei jedem Stammtisch so. Wir werden immer ein oder zwei Hauptthemen rausgreifen und dann drumherum eben noch ein paar Informationen mitgeben. Heute, wie gesagt, Thomas Lohmann als Stargast für die Kasse. Dann nach diesem sogenannten Hauptthema machen wir noch eine Abschlussrunde, mehr oder weniger Frage-Antwort-Runde, wo Sie dann gerne auch nochmal zu Wort kommen können. Das können Sie auch während dem Stammtisch. Ja, ich muss nur schauen, ob heute bei knapp 100 Teilnehmern, ob das dann noch irgendwie handelbar ist. Aber ich möchte jetzt auch gerne schon mal darauf hinweisen, wenn Fragen sein sollten oder irgendwas unklar war, schreiben Sie es uns am liebsten in den Chat oder als Frage in den Chat. Einer von uns beobachtet das immer und versucht das entsprechend dann aufzuklären oder mit anzubringen. Vielen Dank dafür. Ja, jetzt vielleicht kurz die Erklärung, warum ich diese Mütze aufhabe. Das habe ich nicht immer. Das liegt auch nicht an den frostigen Temperaturen, nein, sondern das wird am Ende des Stammtisches aufgeklärt. Da gibt es noch was ganz Interessantes für Sie, das mir sehr am Herz liegt. Würde ich mir gerne auf das Ende schieben. Da komme ich später nochmal dazu. Ja, jetzt also mal zu den zwei Punkten aus meiner Sicht, zwei offenen Punkten vom letzten Mal.
Da hatten wir einmal das Thema, das hatte ich glaube ich auch letztes Mal schon angesprochen, dass wir bei der Lager-EK-Liste, also es geht rein um die Bestandsartikel, die nicht zu einem bestimmten Datum erstellen konnten. Ich werde an dieser Stelle jetzt mal meinen Bildschirm teilen. Ich hoffe, das funktioniert diesmal auch besser. Das heißt, wenn mich nicht alles täuscht, müssten Sie jetzt meinen Kfz-Win-Startbildschirm sehen. Und ich möchte genau diesen einen Punkt nur zeigen. Ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber der Herr, der das angefragt hat, der wird schon wissen, um was es geht. Es geht hier um diesen Bereich, Entschuldigung, hier Ausgabe, Listen und dann Lager-EK-Werte. Ja, die Liste werden jetzt wahrscheinlich gar nicht alle von Ihnen kennen oder benutzen, aber für diesen Herrn war es eben besonders wichtig und das kann ich durchaus nachvollziehen, dass man die zu einem bestimmten Stichtag ausdrucken kann. Sie sehen hier unten, kann man jetzt ein Datum eintragen, man kann das editieren. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Selektion durchführe und dann anschließend drucke, was ich mir jetzt spare, dann steht da auf dem Datum, auf dem Ausdruck oben das Datum, das Sie hier eingegeben haben. Achtung, es steht nur das Datum drauf, das Sie eingetragen haben. Nicht, das bedeutet nicht, dass auch die Bestände von dem Tag sind. Aber ich glaube, das ist in dem Moment auch gar nicht so wichtig. Ja, ihm ging es hauptsächlich um das Datum und das wollte ich gerne nachreichen und vor allem zeigen, dass wir das umgesetzt haben. So, das war Punkt 1 aus dem letzten Stammtisch. Dann war eine Anfrage, auch sicherlich nicht für die große Menge von Ihnen, aber das Thema Anbinden von Kfz-Win an die Telefonanlage, das direkte Raustelefonieren aus dem Kfz-Win heraus, ist natürlich äußerst bequem, kann ich durchaus verstehen. Olli, euer Ton ist immer noch an. Auch das geht ja schon länger aus dem Kundenstamm heraus. Ich zeige das mal ganz kurz. Wenn das aktiviert ist, dann haben Sie hier im Endeffekt die Symbole, wo Sie dann raustelefonieren können, sofern das entsprechend an die Telefonanlage angeschlossen wurde. Das ist nicht wirklich neu. Aber, und das war der Wunsch eines Teilnehmers vom letzten Mal, gefehlt hat diese Funktion bisher in der Belegverwaltung und auch das haben wir umgesetzt. Auch das möchte ich einmal kurz demonstrieren. Das heißt, ich gehe hier in einen offenen Beleg, in den Belegkopf und Sie sehen hier auch jetzt bei der Telefonnummer haben wir die Möglichkeit, sofern TAPI aktiviert ist, diese Funktion direkt zu nutzen. Ja, ich sage es bewusst dazu, sofern TAPI aktiviert ist, das ist eine Einstellung, die man setzen muss, bei der Ihnen aber auch die Hotline, falls Sie das benötigen, gerne weiterhilft. So, und das war aus meiner Sicht eigentlich auch schon das, was letztes Mal als Frage offen stehen geblieben ist. Andernfalls würde ich diejenigen von Ihnen bitten, die ich jetzt vergessen habe, kurz was in den Chat zu schreiben oder Ihr Mikro anzumachen und es mir um die Ohren zu hauen. Aber ich glaube, da war nicht so viel mehr. Ne? So, uns fehlen noch ein paar Teilnehmer. Das nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Der Rückblick ist damit eigentlich schon fast abgeschlossen. Ich möchte damit, mit Ihrem Einverständnis natürlich, übergeben an die beiden Kollegen, die jetzt da auch schon zu sehen sind, denke ich mal. Werde meinen Bildschirm wieder ausblenden und freue mich auf eine spannende Information aus der Zentrale von Topmotiv aus Bargteheide. Ich melde mich dann später wieder. Bis dahin, vielen Dank. Ja, Bargteheide ist wieder live. Vielen Dank, Tom. Ja, mein lieber Thomas, was hast du uns denn heute so Schönes zu berichten von dem Thema Kasse, TSE-Geschichte? Ein Hinweis aber noch vorweg. Das liegt uns ganz, ganz dermaßen auf den Herzen. Wir, der Support, also sprich die komplette Topmotiv-Familie, wir sind keine Rechts- oder Steuerberater. Das ist ganz wichtig. Wenn Sie Fragen haben oder Sie Zweifel haben, fragen Sie bitte immer in Ihrem Steuerbüro nach. Dankeschön. Ja, Thomas. Liegt ja dicht beieinander, Olli, das macht nichts. Genau. Also ich weiß, wen du meinst. In diesem Fall sprechen wir uns beide hier in Bargteheide an. Genau. Ja. Ich starte einfach mal, wie gesagt, wir wollen uns heute ein bisschen auf das Thema Fiskalisierung, TSE und alles, was da so drumherum an Begrifflichkeiten schwirrt, mit Ihnen ein wenig durch das Programm bewegen, mal gucken, wie wir das umgesetzt haben. Wir werden da nicht zu tief einsteigen, aber so, dass Sie einfach mal ein bisschen Eindruck gewinnen, was wir da in den letzten Wochen und Monaten in das Programm integriert haben. Ich möchte einfach mal starten mit einer kleinen PowerPoint-Geschichte. Ich hoffe, wir kriegen das hier hin. Auch für mich ist das somit das erste Mal. Ich hoffe, wir sehen jetzt alle meine
Präsentation. Vielleicht kann mir das einer kurz bestätigen. Ich denke, das passt soweit. Ne? Ja, ich starte einfach mal. Allerdings gibt es ein kleines Echo bei euch. Irgendwie gibt es eine Rückkopplung. Ich weiß nicht, ob ihr da irgendwo Schwierigkeiten habt mit dem Ton. Ich mache es mal ein bisschen leiser. Ist so besser? Oder? Hast du das auch? Nee. Geht das jetzt noch? Oder? Aus meiner Sicht ja, die Teilnehmer. Passt. Also Stefan Schneider schreibt auch, passt. Und der Henrik Sühnrahm auch. Wunderbar, vielen Dank, dass ihr uns da mal so ein Feedback mitbekommt. Es ist ja nicht immer ganz einfach mit der ganzen Technik hin und her. Wir arbeiten hier mit zwei Webcams und naja, Thomas, ich will mal Tom sagen. Egal. Wir bleiben einfach bei Tom und Tom und dann passt das schon. Genau, also ich bin heute Abend der Tom, der Thomas hat Feierabend, das ist auch ganz gut so. Ich lege jetzt einfach mal los, lieber Olli. Ja, mach das bitte. Ich möchte mit einer ganz kurzen Präsentation Richtung PowerPoint mal starten, was wir heute Abend eigentlich machen wollen. Ganz klar, es geht um Kfz-Win, die Kasse und die TSE. Das Ganze machen wir im Rahmen von Lass schnacken. Ganz kurze Agenda. Ich möchte eine ganz kurze Einführung Ihnen einmal mitgeben. Möchte dann mal so ein paar Schlagworte irgendwie rausgreifen, die in diesem Zusammenhang um das Thema Kasse sich bewegen. Dazu gehört natürlich auch einmal das Stichwort offene Ladenkasse. Dann haben wir uns vorgenommen, natürlich ein bisschen zu erklären, was ist eigentlich eine TSE? Jeder schmeißt mit diesem Begriff um sich. Der eine weiß ein bisschen was, der nächste ein bisschen mehr, der dritte gar nichts. Genau. Und wir wissen von jedem so ein bisschen. Deswegen sitzen wir auch zu dritt, geballte Kompetenz, um das dann allen Kollegen und Kunden und Zuhörern mitzugeben. Ganz genau. Dann wollen wir natürlich noch mal ein bisschen was erzählen. Was bedeutet das jetzt im Kfz-Win? Wie haben wir das da umgesetzt? Was bedeutet das für Sie als Kunde? Wie sieht die ganze Geschichte aus? Zu dieser ganzen Geschichte haben wir natürlich auch keine Kosten und Mühen gespart und haben hier eine schöne blecherne Kassenschublade. Wir haben einen Bongdrucker dabei. Wir haben auch mal so einen schicken Barcode-Scanner. Alles, was man so an so einem Kassenterminal-PC einfach mal gebrauchen und benutzen kann. Riesenvorteil, Sie können das alles bei uns bekommen. Das ist quasi fertig konfiguriert, konfektioniert, anstöpseln und läuft. So ist zumindest in den meisten Fällen der Plan. Das funktioniert auch ganz gut. Es gibt es in allen möglichen Varianten. Sprechen Sie uns, unsere Kollegen aus dem Support an. Da können wir Ihnen gerne weiterhelfen. Dann, wenn wir das Thema Kfz-Win und Integration haben, wollen wir natürlich auch mal kurz zeigen, wie es denn in der Praxis nachher aussieht. Und dann haben wir natürlich noch ein bisschen Zeit für Fragen, die Sie vielleicht dann an uns haben. Ja, kurze Einführung. Worum geht das eigentlich in Summe? Seit längerer Zeit gibt es ja schon das Thema GOBD oder vorher GDPDU und was es da sonst noch so alles gab. Alles irgendwelche lustigen, ominösen Abkürzungen, die sich aber eigentlich immer um ein Kernthema drehen und zwar um die vollständige Erfassung und revisionssichere Ablage ihrer in Ihrem IT-System erfassten Daten. Das gibt es alles, wie gesagt, schon so ein bisschen länger und es wächst mit jeder Zeit entsprechend weiter. Das heißt, wir kriegen immer neue Anforderungen, Sie bekommen neue Herausforderungen, die Sie umzusetzen haben in diesen ganzen Thematiken. Und das Neueste ist halt jetzt im Zuge dieser ganzen GOBD und Co., dass Sie halt eine revisionssichere und manipulationsgeschützte Kassenlösung benötigen. Das ist eben das Thema, worum es ganz grundlegend bei der ganzen TSE-Geschichte primär geht. Im Detail kommen wir da gleich noch zu. Ich sage da noch ein bisschen was das im Einzelnen bedeutet, wie sich das äußert, wo die Daten, die Sie da erfassen, denn demnächst überall sind. Da kommen wir dann im Lauf der Präsentation noch ein bisschen zu. Jo. Hatte schon gesagt, ein Thema, was damit immer einhergeht, ist das Stichwort offene Ladenkasse. Was ist denn eigentlich eine offene Ladenkasse? Ich habe da mal so ein bisschen mich informiert. Gibt ja heute alle Möglichkeiten, das zu tun. Da gibt es, weil wir ja in Deutschland sind, natürlich für alles eine 100% stichfeste Definition, die dann beispielsweise lautet, eine offene Ladenkasse ist per Definition eine Barkasse, die keine technische Ausstattung hat. Was das im Detail bedeutet, sehen wir bei meinem Text ein bisschen weiter unten. Bei einer offenen Ladenkasse sprechen wir eigentlich von einem Vorratsbehälter, für den oder wo wir dann unser Bargeld reinpacken. Ganz klassisch hatten wir vorhin gesagt, gehört denn die Latzhose mit einer Einschubtasche oben auch zu einem Vorratsbehälter? Wir waren der Meinung, ja. Das ist jetzt hier explizit nicht aufgeführt, aber wir haben gesagt, das gehört ganz genau dazu. Genau. Wenn wir noch ein bisschen weiterlesen, dann wird das aber definiert. Und zwar kann ein Behältnis sein, eine Schublade in einer Ladentheke, kann eine Geldkassette sein,
kann eine Kiste sein oder, was ich besonders gut finde, Schachtel. Ich habe jetzt bewusst nicht den Begriff Schuhkarton gewählt, aber hier sprechen wir von einer Schachtel. Das alles kann man unter dem Begriff offene Ladenkasse zusammenfassen oder verstehen. Jetzt kommen wir zu einem kleinen Problem bei dieser ganzen Geschichte. Man kann das sicherlich so betreiben. Die Thematik dabei ist halt ganz einfach nur, dass Sie trotzdem angehalten sind, hier natürlich auch Ihrer Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht nachzukommen. Mhm. Heißt, schön klassisches Kassenbuch, wo Sie halt jeden Tag jede Einnahme, jede Ausgabe, jede Zahlung entsprechend erfassen. Das kann man so tun, ist aber natürlich eine sehr, sehr aufwendige Geschichte. Wie das hier auch nochmal definiert wird, Sie müssen halt täglich Ihre Ausgaben, Bareinlagen, Barentnahmen am besten mit Belegen nachweisen. Dazu sind Sie verpflichtet, auch bei einer offenen Ladenkasse. Weiterhin kommt es dann natürlich, wenn wir mit so einer offenen Ladenkasse arbeiten, irgendwann zu dem Punkt, das wünschen wir immer keinem, aber wir erleben das bei unseren knapp 7000 Kunden relativ regelmäßig, dass es natürlich mal zu Kassenprüfungen und ähnlichen Geschichten kommt. Und in diesem Zusammenhang gibt es dann immer mal wieder, ich nenne sie jetzt einfach mal Streitpunkte oder Diskussionspunkte, die bei so einer Prüfung entsprechend entstehen können. Da sind immer wieder Themen, das haben wir uns auch mal so ein bisschen im Bereich der Rechtsinformation besorgt. Es gibt halt immer wieder Diskussionen, was die Höhe, die rechnerische Höhe von Kassenbeständen anbelangt, dass das halt im Prinzip angezweifelt wird, ob das denn so dem Tatsächlichen entspricht. Des Weiteren wird häufig darüber diskutiert, dass die Verwendung eines sogenannten progressiven statt retrograden Kassenberichtes benutzt wird. Was das ganz genau bedeutet, da habe ich mich auch mal ein bisschen informiert. Und zwar, jeder wird ja klassischerweise sagen, ich gehe abends hin, zähle meinen Kassenbestand, schreibe den in mein Kassenbuch rein und dieser an dem Abend gezählte Endbestand ist für mich automatisch am nächsten Tag der neue Anfangsbestand meiner Kasse. Würde jeder so verstehen, macht wahrscheinlich auch jeder von Ihnen so. Rein rechtlich gesehen ist das aber nicht korrekt, weil in dem Fall sprechen wir von einem progressiven und nicht von einem retrograden, ich breche mir schon fast die Zunge bei diesem Wort, bei diesem Kassenbericht, weil Sie sind eigentlich angehalten, am nächsten Morgen den dann benutzten Startbestand, Anfangsbestand nochmal zu erzählen oder noch zu zählen und ihn dann zu erfassen. Da sprechen wir eben von retrograden Kassenberichten. Im Detail hatte mein lieber Olli schon gesagt, wir sind keine Rechtsberatung. Wenn man das so liest, muss man sich manchmal auch fragen, warum muss das so sein? Ich kann Ihnen da nur ans Herz legen, sprechen Sie mit Ihrem Steuerberater. Das sind die Damen und Herren, die sich da mit sicherlich bis ins Detail auskennen und alle möglichen Informationen Ihnen mitgeben können. Wichtig ist halt nur, dass wir das als Info mal mitgeben und Sie dann vielleicht ein bisschen gerüsteter sind und mit denen nochmal ins Gespräch gehen können. Genau. Wie wir schon gesagt hatten, Entnahmen und Einlagen werden nur einmal am Ende des Monats in einem täglichen Kassenbericht eingetragen. Das ist ein Punkt, der häufig bemängelt wird, dass man eben nicht dieser Einzelaufzeichnung nachkommt, sondern einfach sagt, gut, ich habe morgens mit 500 Euro angefangen, ich hatte 700 Euro Einnahmen, habe 250 Euro ausgegeben, hatte ich unterm Strich noch 350 Euro in der Kasse. Das reicht leider nicht, sondern Sie sind halt wirklich angehalten, dieser Einzelaufzeichnung nachzukommen und eben die einzelnen Vorgänge festzuhalten. Des Weiteren kommt es leider immer wieder dazu, dass einzelne Tage oder auch längere Zeiträume in diesen Kassenberichten dann fehlen, weil halt einfach nicht gezählt wurde. Sei es, weil vielleicht die Dame aus der Buchhaltung nur alle 2 Tage da ist und das eben dann doch nicht macht oder machen kann oder es nur alle 2 Tage gemacht hat. Das sind alles Themen, die halt immer wieder bei solchen Prüfungen zu Diskussionspunkten führen. Das muss nicht automatisch mit einer Hinzuschätzung einhergehen. Das liegt dann immer auch so ein bisschen im Ermessen des jeweiligen Prüfers oder letzten Endes in anderen Dingen, die halt drumherum sich noch angeschaut werden. Aber das sind halt immer wieder Punkte, die angeführt worden sind oder angeführt werden. Und einer der Hauptpunkte eben nochmal extra explizit angesprochen ist, dass diese Kassenberichte eben nicht täglich geführt werden. All das sind im Prinzip natürlich genau die Pluspunkte, die Sie mit unserer Kassenlösung
eins zu eins umsetzen können, weil sie halt einfach direkten Zugriff auf ihre Rechnungen haben, die dort bezahlt werden können. Sie können direkte Barverkäufe über den Tresen abwickeln. Das sind Punkte, die man eben sofort im Kfz-Win erledigen kann. Und sie haben nebenbei eben noch den Effekt, dass sie natürlich, wenn sie auch einen gewissen Rahmen Lagerbestände und Ähnliches führen, dass das halt alles mitläuft und dass sie am Tagesende natürlich auch ihre Kasse einmal zählen müssen, inklusive eines Zählprotokolls, was wir letzten Endes mit anbieten. Und Sie haben dann einen detaillierten, chronologisch aufgebauten Tageskassenbericht und starten halt am nächsten Tag dann entsprechend wieder weiter. Jo, das einfach mal ganz kurz zu diesem Thema offene Ladenkasse, okay, und das, was es denn alternativ dazu gibt. Jetzt kommen wir mal zum Thema TSE. Was ist denn das eigentlich? Also wir haben jetzt natürlich in den letzten Wochen und Monaten schon jede Menge Anrufe, Telefonate auch bei unseren Kollegen im Support gehabt, die natürlich immer wieder um sich dieses Thema Kasse so ein bisschen drehen. Klar, eine technische Sicherheitseinrichtung, kann man sich vielleicht das ein oder andere drunter vorstellen. Diese TSE ist aber nur ein kleiner Teil der Gesamtlösung. Das muss man halt immer auch im Hinterkopf behalten. Es ist also nicht nur den USB-Stick, den Sie sich vielleicht auch bei dem IT-Händler um die Ecke für 135,80 Euro kaufen können. Damit haben Sie noch nicht dieser ganzen Thematik Genüge getan und haben eben eine entsprechend sichere Kasse. Das ist nur ein Teil der Wahrheit, weil dieser Stick und die darauf befindlichen Informationen bzw. die Informationen, die da drauf geschrieben werden, die müssen ja weiterverarbeitet werden. Das heißt, wir brauchen ein Stück Software, was letzten Endes diese Informationen in einen großen Topf schmeißt, der dann irgendwann auch mal, und da kommen wir jetzt zu dem interessanten Thema, beim Finanzamt direkt landet. Das ist nämlich die eigentliche Thematik, die hinter dieser ganzen Geschichte steht. Das heißt, es ist zum einen die Sicherstellung und zum anderen auch die Übermittlung der Daten direkt an die Finanzbehörden. So, und aus diesem Grunde muss zum einen so eine TSE natürlich auch zertifiziert sein. Kommt das nächste wunderbare Kürzel vom BSI. Das BSI ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Die drücken da einen Stempel drauf und sagen, dieser USB-Stick, dieser Bondrucker oder die Cloud-Lösung sind von uns zertifiziert, entsprechen den Anforderungen, die wir an so eine Gerätschaft stellen, und die dürfen Sie dann halt entsprechend benutzen. Wie gesagt, wir haben uns da für die drei Varianten entschieden. Das heißt, klassisch ist es meistens so ein USB-Stick. Dann haben wir die Möglichkeit, auch einen kleinen Bondrucker, so wie wir den hier sehen, inklusive einer TSE, also einem technischen Sicherheitseinrichtungsgegenstand, Ihnen anzubieten. Oder, das ist das, was wir Ihnen eigentlich ans Herz legen und auch ans Herz gelegt haben, eine Cloud-Lösung. Warum Cloud? Warum nicht USB? Wir haben die glückliche Situation, dass wir vor 3 Jahren ungefähr oder 2,5 Jahren genau diese Situation nur mit etwas weniger Kunden in Österreich schon mal umgesetzt haben. Okay. Damals haben wir uns für die USB-Variante entschieden und müssen jetzt im Nachgang leider sagen, das war nicht die glücklichste Entscheidung, die wir getroffen haben oder die wir unseren Kunden empfohlen haben, weil halt einfach sehr, sehr häufig Hardware-Probleme mit diesen USB-Sticks entstanden sind, dass die einfach nicht verfügbar waren. Die waren zwar am PC dran, dann hat er den nicht gefunden, den Stick, dann ist die Signaturerstellungseinheit ausgefallen und das ganze Gesamtsystem funktionierte nicht mehr. Immer an dem Punkt, wenn es denn bei einem Kunden gar nicht mehr weiterging, was diese USB-Problematiken anbelangt, haben wir ihn dann im Nachgang auf eine Online-TSE umgestellt, also auf eine Cloud-Lösung. Und siehe da, alle Probleme waren weg, der Kunde war zufrieden, es konnte wunderbar damit gearbeitet werden. Deswegen unsere Empfehlung für Deutschland, nutzen Sie eine Cloud. Damit liegt man immer auf der richtigen Seite. Auch da muss man natürlich ein bisschen was einstellen, aber dafür haben wir unsere Kollegen, die das perfekt umsetzen. Perfekt. Jo, das einmal darf so zum Thema. Was dazwischen, darf ich da mal ganz kurz dazwischen grätschen? Vielleicht noch eine kleine Anekdote dazu. Wir haben ja auch einige Partner hier in der Gemeinde, sage ich mal. Und ich habe den ein oder anderen verlauten hören, dass wenn wir uns hier nur auf USB-Sticks eingelassen hätten, dann hätten manche gekündigt, weil sie sich genau damit nicht abmühen wollten. Ja? Also wirklich die dringende Empfehlung von Männern und Damen aus der Praxis, das macht Ihnen keinen Spaß und das macht uns auch keinen Spaß. Entschuldigung, weiter geht's. Hervorragend, ich starte mal wieder durch. Kommen wir schon zu unserem nächsten Punkt, und zwar sorglos mit Kfz-Win und Fiskaltrust. Was ist Fiskaltrust? Kfz-Win kennen die meisten, nehme ich mal an, oder
die entsprechende Variante von unseren Partnern vom Stahlgruber, von Wessels Müller, vom Hess und wen wir da sonst noch so mit im Boot haben. Also wir nennen es jetzt hier an dieser Stelle mal Kfz-Win. Ich denke, jeder weiß, wovon wir sprechen. Fiskaltrust ist ein Partner von uns. Die Firma Fiskaltrust ist ursprünglich ansässig in Österreich, mittlerweile auch in Deutschland vertreten und liefert im Prinzip alles rund um diese Fiskalisierung, so nennen wir das jetzt mal so ganz einfach. Das heißt, wir haben dort die Möglichkeit, unser Kfz-Win anzubinden, mit einer technischen Sicherheitseinrichtung zu versehen, was wir jetzt ja schon wissen, was das ist. Dann haben wir noch ein paar Bausteine dabei, die letzten Endes die ganze Geschichte für Sie noch runder und vor allen Dingen noch sicherer machen, weil Sicherheit ist da immer so ein Thema. Wir haben in diesem Rahmen letzten Endes die Bausteine benutzt, um die Umsetzung der sogenannten, und das ist wieder so ein schönes Schlagwort, dieser DSFIN-VK, das ist die digitale Schnittstelle für die Finanzverwaltung in Deutschland, umzusetzen. Ganz einfach gesprochen heißt das, wir haben einen Kassenbon, tüten den in einem bestimmten Format in die Software von der Fiskaltrust ein, lassen das mit der TSE signieren und schicken das Ganze über das Portal, also eine cloudbasierte Variante, hin in Richtung der Finanzverwaltung. Das ist ganz grob das, was da passiert. Damit haben wir das Kfz-Win so ausgerichtet, dass es dann quasi im Postbereich den gesetzlichen Vorgaben, was diese ganze Thematik anbelangt, entspricht. Zusätzlich haben wir uns entschieden, auch aufgrund der Informationen und Erfahrungen, die wir in Österreich sammeln konnten, Ihnen das sogenannte Sorglospaket anzubieten. Das heißt, in diesem Baustein sind Zusatzkomponenten enthalten, die das Ganze für Sie noch sicherer und einfacher im Betrieb machen. Weil, was stellt man sich vor? Man möchte natürlich nach Möglichkeit sagen, ich will das einmal einrichten und dann soll das Ding einfach laufen. Und ich möchte nicht immer irgendwie noch extra an irgendeiner Stelle eine Meldung versenden oder noch irgendwas nachbestellen, sondern ich möchte sagen, reintüten, losschicken, fertig. Okay. So soll das eigentlich sein. Deswegen nehmen wir dieses Rundum-Sorglos-Paket. In diesem Paket ist zusätzlich ein sogenanntes POS-Archiv enthalten. Das hilft Ihnen quasi die ganze Geschichte maximal abzusichern. Wenn dann Leute mit einem USB-Stick oder ähnlichem arbeiten, dann werden diese signierten Daten, die sich auf dem Stick oder in der Cloud befinden, zusätzlich nochmal abgesichert in einem weiteren cloudbasierten Speicher. Alles natürlich in Deutschland, alles DSGVO-konform und was es da sonst noch so an schönen Schlagworten gibt, davon haben wir eine ganze Menge. Zusätzlich haben wir dann noch mit drin das sogenannte AKO, das Kassenarchiv Online, und zwar zur Ablage von unter anderem Verfahrensdokumentationen, von Tagesabschlüssen, die dann in das System geladen werden können. Und beim Hochladen liefert dieses AKO schon eine sogenannte Konsistenzprüfung. Das heißt, sind die Daten, die Sie da reinpacken, konsistent richtig? Warum ist das wichtig? Weil irgendwann sind Sie an dem Punkt, dass dann vielleicht auch bei Ihnen der Finanzbeamte auf der Matte steht und sagt, wir machen heute mal eine Prüfung, liefern Sie mir mal Ihre Daten. Und dann wäre es natürlich gut, wenn das im Vorwege schon sichergestellt ist, dass die von der Konsistenz her auch passen. Genau das passiert in diesem Rahmen auch. Und dann haben wir noch einen Punkt. Es sind sämtliche Meldungen, was Meldungen sind, da komme ich gleich nochmal dazu, in diesem System und Paket enthalten. Eine Meldung erzeugen Sie beispielsweise schon, wenn die Kasse eingerichtet wird, wenn die Signaturerstellungseinheit im System hinterlegt wird, dann ist die quasi allererste Meldung, die Sie machen, ist ein sogenannter Startbeleg. Mit diesem Startbeleg wird diese Kasse quasi im Portal und bei Ihrem Finanzamt entsprechend registriert. Und ab da sind diese beiden Dinge immer mit Ihnen und Ihrem Unternehmen verbunden. Des Weiteren gibt es dann einen sogenannten Nullbeleg. Das heißt, wenn beispielsweise mal das System ausgefallen ist, Internetverbindung nicht da war, dann müssen Sie es quasi wieder reaktivieren. Das macht man mit einem sogenannten Nullbeleg. Das heißt, auch da wird quasi einmal wieder die Betriebssicherheit der TSE inklusive Software hergestellt und sichergestellt. Und dann gibt es eben noch so Dinge wie einen Stoppbeleg. Kann ja auch mal sein, dass Sie sagen, Ende Gelände, ich höre auf, ich mache nicht mehr weiter, ich stoppe die Kasse oder irgendwelche anderen Eventualitäten, dass Sie vielleicht sagen, ich muss das System wechseln. Auch dann würde man einen Stoppbeleg generieren und wenn das Ganze wieder neu aufgesetzt wird, generiert man wieder einen Startbeleg. Das sind alles Meldungen, die elektronisch ans Finanzamt gesendet werden. Ich sage jetzt bewusst demnächst, weil
wenn wir denn nicht in Deutschland wären, könnte man sich ein bisschen drüber amüsieren. Aber Stand heute und der 1.4., ab dem die ganze Geschichte laufen soll, ist ja nicht mehr so weit weg. Gibt es leider noch keine Software seitens des Finanzamtes, welche denn diese Daten entgegennimmt. Das heißt, im Moment packen wir das alles schön in unseren riesengroßen Fiskaltrust-Topf rein. Da wartet es dann, bis irgendwann das Finanzamt an ihrer Örtlichkeit dann sagt, jo, ich bin jetzt in der Lage, auch diese Daten entgegenzunehmen. Und dann werden die in einem riesen Datenstrom hochgeschickt. Wann das so ist, wissen wir im Moment nicht, Steuerberater auch nicht. Beim Finanzamt habe ich danach noch nicht gefragt. Wäre vielleicht mal eine der nächsten Geschichten, die wir mal machen könnten. Aber da kursieren unterschiedliche Ansichten oder Angaben. Wichtig ist halt nur, man muss die Geschichte melden, im schlimmsten Fall auch per Fax. Darüber haben wir uns jetzt auch schon ein paar Mal amüsiert, weil wenn wir mal überlegen, das hat mein lieber Kollege Tom in Stuttgart ja auch so ein wunderbares T-Shirt an, wir fällen jetzt ein paar mehr Bäume, weil wir halt einfach mehr Quittungen und Bons generieren. Ne? In dem Fall würden wir das genauso machen, weil wenn wir uns mal vorstellen, dass sie halt jede Menge Bons generieren und die dann in Papierform ans Finanzamt liefern, dann ist der Stapel garantiert so ein bisschen höher. Kann man so machen, muss man aber nicht. Aber das muss man eben abwarten, wie sich die ganze Geschichte entwickelt. Wichtig ist, es wird rückwirkend gemeldet. Heißt, ich komme jetzt nicht drum rum, nur weil die Software seitens Finanzamt noch nicht funktioniert, habe ich noch ein bisschen Zeit. Okay. So ist es nicht. Mhm. Der Start wird entsprechend festgelegt und ab da läuft die ganze Geschichte dann weiter. Gut, damit mal zu dem Thema, was ist das Sorglospaket und was macht es im Kfz-Win? Dann sind wir eigentlich auch schon an dem Punkt, dass ich Ihnen das Ganze jetzt auch mal so ein bisschen in der Praxis zeigen möchte. Damit werden wir jetzt mal beginnen. Bis hier sage ich erstmal vielen Dank für die erste Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war schon mal ein bisschen was dabei. Ich denke schon, Thomas, dass eine Menge an Informationen gekommen. Ja, wir freuen uns jetzt mal so ein bisschen mehr auf diesen praktischen Teil auch. Ja, Thomas. Genau. Wenn ich ein bisschen was richtig gemacht habe und davon gehe ich jetzt primär erstmal aus, sollten Sie jetzt meinen Kfz-Win sehen. Vielleicht bestätigen mir meine Kollegen das nochmal ganz kurz, bevor ich hier was zeige, was es dann gar nicht gibt. Wir sind natürlich immer mutig und wissen, was wir an unserer guten Software haben. Deswegen haben wir natürlich die allerneueste Version genommen. Das heißt, das, was Sie jetzt hier oben sehen, ist in den nächsten Tagen, sprich übernächste Woche auch für Sie unterwegs. Es gibt also wieder ein Update, gibt wieder ein bisschen Action. Von daher freuen wir uns schon darauf, dass Sie dann auch mit den neuen Funktionen arbeiten können. Wir beschränken uns aber heute mal, wie gesagt, primär auf das Thema Kasse und eben hier um die Fiskalisierung. Dafür würde ich jetzt einfach mal starten. Das Ganze beginnt nämlich nicht im Kfz-Win, sondern wir fangen an. Ich habe jetzt schon ein paar Mal von diesem wunderbaren Fiskaltrust-Portal gesprochen. Einmal kurz vorab, Sie brauchen keine Angst haben, dass Sie in diesem ganzen Sammelsurium, was ich Ihnen jetzt gleich nur ansatzweise zeige, so ein bisschen selber hantieren müssen. Man kann da reingucken, man muss aber nicht. Also grundlegend ist das so, dass unsere Kollegen aus dem Support Sie bei dieser ganzen Geschichte natürlich unterstützen. Wir werden die uns vorliegenden Bestellungen, und ich gehe mal davon aus, dass auch ein Teil der Kollegen, die jetzt hier anwesend sind, die Geschichte bei uns schon bestellt hat. Wir werden das nach Bestelleingang abarbeiten und liegen auch noch gut im Zeitfenster, dass wir das für alle bis zum 1.4. umgesetzt bekommen. So, jetzt sind wir im Fiskaltrust-Portal. Hier bekommt jeder von Ihnen automatisiert einen Zugang. Dazu bekommen Sie dann von unseren Kollegen aus dem Support eine entsprechende Einladung, die schon einen Großteil Ihrer Stammdaten entsprechend beinhaltet. Sie müssen an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen was ergänzen, weil wir es halt einfach sicherheitstechnisch nicht hochladen dürfen. Deswegen springen wir hier mal rein. Jeder hat also hier seine eigenen Firmendaten. Wenn wir jetzt hier einfach mal beginnen, dann gibt es eben hier unter Ihrem Firmennamen so eine kleine Übersicht. Da kann man jetzt im Prinzip einmal sagen, dass wir letzten Endes hier ein sogenannter Postdealer sind. Also wir sind ein Kassenbetreiber. Das, was wir jetzt hier sehen, ist quasi aus Ihrer Sichtweise. Das heißt, die MSDRS, wie sie jetzt hier drin steht, wäre jetzt die Werkstatt, ist in diesem Fall natürlich ein Kassenbetreiber. Bei uns gibt es jetzt noch ein bisschen mehr, weil wir natürlich auch Händler sind. Bei Ihnen würde also in erster Linie der Kassenbetreiber aktiviert werden. Einen wichtigen Punkt, den wir hier unten haben, das ist der sogenannte API-Zugriff, weil wir müssen natürlich mit dem Kfz-Win dieses Portal verbinden. Da gibt es zwei IDs, die wir dafür brauchen.
Aus sicherheitstechnischen Gründen ist das so, dass wir die nicht automatisch aus diesem Portal laden können, mhm. obwohl wir vielleicht die Anmeldedaten hätten. Mhm. An dieser Stelle sind Sie als Kunde gefordert, und zwar müssen diese beiden Informationen ins KfZ-WIN transportiert werden. Das machen wir natürlich auch mit Unterstützung unseres Supportes. Ich möchte das an der Stelle aber einfach mal kurz zeigen. Man geht also einfach hier mal rein, würde dann sagen, ich habe jetzt einmal meine Account-ID. Dann wechseln wir ins KfZ-WIN, haben hier natürlich unseren Bereich für die Stammdaten. Dort gibt es die Programmeinstellungen, sind vielleicht der eine oder andere von Ihnen auch schon mal gewesen, gemeinsam mit unseren Kollegen aus dem Support. Und dort finden Sie dann den Reiter für die Kasse. Und was da neu hinzugekommen ist, ist eben hier dieser Reiter für die Fiskalisierung. Das heißt, wir klicken da einmal drauf und Sie sehen, im unteren Teil finden Sie genau diese Informationen wieder. Wir haben also die gesamte Cashbox-ID und wir haben den Access-Token, den wir also hier über die Zwischenablage dann einfach ins System einbauen. Und der Rest läuft dann quasi automatisiert. Sie sehen das hier im unteren Teil schon. Wir haben also hier dann so eine API-Funktionalitäten, wo Sie dann letzten Endes alle anderen Informationen aus dem System automatisiert laden. Ich werde jetzt nicht hier auf die Konfiguration installieren klicken, weil dann würde das Ganze loslaufen. Das habe ich bei mir natürlich schon gemacht. Deswegen sind diese ganzen Einstellungen da. Das ist aber das, was Sie in erster Linie inklusive unseres Supportes im KfZ-WIN zu tun haben. Wenn wir hier wieder rausgehen, gehen wir nochmal weiter zurück in unser Portal. Das war also die Übersicht. Zweiter Punkt, den wir hier auf jeden Fall einmal ansprechen möchten, ist im zweiten Menü hier, das ist das Stammdatenmenü. In diesem Stammdatenmenü sehen Sie schon, finden Sie halt jetzt quasi Ihre Adressdaten. Die wichtigen Sachen sind mit dem Sternchen gekennzeichnet, so wie man es aus den meisten Anwendungen ja kennt. Und dann kommen wir zu einem Punkt, die Umsatzsteueridentnummer. Das ist in diesem Fall natürlich eine sehr, sehr wichtige Information, die wir aber nicht automatisiert in das Portal hochladen. Da sind Sie gefordert, die hier einzuprüfen, einzutragen und dann eben auch hier hinten eine sogenannte Datenprüfung dieser Umsatzsteuer-ID durchzuführen. Das heißt, so wie Sie es hier eingegeben haben, wie Sie als Firma unter dieser Umsatzsteuer-Identnummer registriert sind, müssen Sie Ihre Daten dann erfassen, gegebenenfalls korrigieren, falls wir die nicht 100% richtig hochgeladen haben sollten. Und dann können Sie Ihre Datenprüfung durchführen. Das ist somit das Wichtigste, was Sie dann letzten Endes zu machen haben. Wie gesagt. Darf ich einmal ganz kurz dazwischen funken? Immer. Weil ich denke mal, das wird vielleicht auch nochmal sehr interessant sein. Vielleicht ist das so gerade ein bisschen, oder nicht, dass keine Missverständnisse auftreten. Die Login-Daten für dieses Fiskal-Trust, die wird die Firma Topmotive, der Support, natürlich nicht haben. Das sind Ihre Login-Daten, Sie loggen sich dort ein, wir haben damit nichts zu tun, also wir haben auch keine Login-Daten bei uns irgendwie. Das kam vielleicht so ein bisschen missverständlich rüber. Da habe ich Ihnen gerade einen Hinweis bekommen von einem Kollegen. Ja, das sei doch dazu nochmal gesagt. Genau, also nochmal, wir stöbern natürlich nicht in Ihren Daten rum, genau. Das tun wir nicht. Ganz wichtig. Wir sehen auch keine Umsatzzahlen in dem Sinne, wir sehen keine Steuerlasten, die Sie da produzieren. Genau. Das ist natürlich letztendlich sichergestellt, dass genau das nicht der Fall ist. Ich muss aber zusagen, das ist aber auch generell bei uns im Support, wenn Sie uns Daten liefern, bleiben die hier bei uns und die wandern nicht irgendwo anders hin. Genau. Ne? Gut, ja, wie geht's dann weiter? Das sind im Prinzip Geschichten, die wir hier automatisiert für Sie anlegen können. Jetzt haben wir natürlich noch ein bisschen mehr. Das ist also der erste Teil, der so ein bisschen interessant ist. Dann geht es weiter, und zwar haben wir hier im unteren Teil den Bereich der Konfiguration. Da wird es dann so ein bisschen technischer, und zwar gibt es da die sogenannte Cashbox. Was ist eine Cashbox? Ich mache das mal so ein bisschen einfacher, weil wir in unserem Testportal unterwegs sind. Eine Cashbox ist jetzt quasi ein Sammelsurium von Informationen, die wir für die Übermittlung Ihrer Daten in dieses steuerkonforme System benötigen. Das heißt, da ist einmal hinterlegt, beispielsweise hier unten, das haben wir ja schon ganz schön gelernt, eine TSE, also mit was für einer Signaturerstellungseinheit arbeiten Sie. Wir haben jetzt hier einfach mal eine Fiskali SCU, das ist also eine Online-Variante. Dort könnte jetzt aber genauso stehen, Sie benutzen einen USB-Stick oder bei Ihnen steht ein Epson-Bong-Drucker, der mit so einer TSE ausgerüstet ist. Das wird also hier einmal konfiguriert und steht immer in Verbindung mit dieser sogenannten Cashbox. Das ist also, Cashbox sagt der Name ja schon, ist die Kasse. Ne? Die bekommt von uns ein
dedizierten Namen letzten Endes, kann man auch noch modifizieren, aber das ist so eine Standardeinstellung, die wir quasi für Sie mit zur Verfügung stellen. Dann hängt hinter dieser ganzen Geschichte noch eine sogenannte Queue. Das ist das, wo die Daten reingepackt werden aus dem Kfz-WIN direkt und quasi dann in mehr oder weniger Schlangenlinien Richtung Finanzamt wandern, wann auch immer. Auf jeden Fall werden sie durch diese Queue geschoben und werden dann zum Finanzamt geladen. Wenn wir uns die Queue mal anschauen, dann können wir auch hier kurz auf den TL mal filtern. Dann sehen wir letzten Endes hier relativ banal so ein paar Informationen, dass wir hier mit einer SQL-Lite-DB arbeiten, dass wir halt unsere Kasse, unsere Cashbox dahinter hängen haben. Warum ich Ihnen das zeige, sind allerdings zwei andere Punkte. Sie können nämlich hier auf Journale zugreifen. Das können Sie jederzeit auch selber machen, wenn die ganze Geschichte läuft. Ich springe da schon einmal vorab rein. Wir haben nämlich hier die Möglichkeit, und da wird es dann interessant, hier landen nämlich Ihre Belege. Das heißt, hier kann ich nachher sehen, was ich in meinem Kfz-WIN produziert habe, welche Vorgänge da signiert worden sind und wie das Ganze denn in dieser Portalvariante ausschaut. Das werden wir uns gleich mal anschauen. Es gibt natürlich dann noch so ein paar mehr Möglichkeiten, die Sie hier in dem System haben. Sie können natürlich auch gewisse Auswertungen fahren. Sie können sich im Nachgang diese ganzen Signaturen nochmal anschauen. Sie können Exporte fahren, wenn denn halt so eine Prüfung ansteht. Das kann man aber auch aus dem Kfz-WIN heraus auslösen. Das sind eben so grundlegend die Punkte, die wichtig sein können. Vielleicht noch einmal ganz kurz gezeigt. Es gibt hier natürlich auch die Variante eines sogenannten Shops, wo Produkte reingepackt werden können. Das ist dann für diejenigen, die sich eben nicht für dieses Sorglospaket entscheiden, sondern die eben sagen, jo, ich möchte jetzt nochmal irgendeine Meldung ans Finanzamt senden, dann gehe ich hier halt nochmal rein und bestelle mir dann die einzelnen Geschichten. Sie sehen schon, da gibt es so ein bisschen was mehr. Letzten Endes, was Sie da machen, da haben wir eben beispielsweise hier so eine Finanzamtsmeldung, die Sie dann kaufen können. Oder Sie haben halt weitere Komponenten, die Sie aktivieren können. Das alles brauchen Sie in dem Sinne, wenn Sie sich für Sorglospaket entschieden haben, nicht berücksichtigen, läuft im Prinzip vollautomatisch. Und unsere Kollegen helfen Ihnen bei der Einrichtung. Nur, dass wir das mal gesehen haben. Jo, jetzt sind wir eigentlich soweit in dem Portal schon mal durch. Ich gehe noch mal wieder ein bisschen zurück in den Bereich der Konfiguration und wir gehen hier mal zu den Queues. Die brauchen wir nämlich gleich wieder. Jetzt kommen wir schon an den Punkt, dass wir wieder in unser Kfz-WIN zurückgehen können. Wir haben letzten Endes die Konfiguration abgeschlossen, haben die runtergeladen. In dem Moment haben Sie dann schon die Möglichkeit, jetzt zu gucken, ob die ganze Geschichte funktioniert. Und zwar haben wir hier oben im Bereich Kasse, speziell für diese RKSV oder Kassensich-V, letzten Endes die Funktionen hinterlegt, die Sie jetzt für die weiteren Schritte benötigen. Und zwar geht es da beispielsweise einmal los mit einem sogenannten Signaturdienst. Das ist quasi die Komponente, die jetzt von Ihrem PC in Richtung dieser Cloud kommuniziert. Da kann man also hier jetzt einmal drauf gehen und im Idealfall ist es eben so, dass der Dienst antwortet. Das heißt, alles ist schön konfiguriert und ist lauffähig. Das ist immer so schon mal die halbe Miete. Die nächste Geschichte, wenn wir nochmal in diesen Kassenbereich reingehen, hatte ich vorhin ja schon einmal gesagt, es gibt hier die Möglichkeit, einen sogenannten Startbeleg zu generieren. Das haben wir hier. In dem Fall wird Ihre Kasse jetzt aktiviert. Da passiert eine Meldung in Richtung des Portals. Das können wir uns nachher noch mal kurz anschauen. Ich habe das jetzt schon einmal gemacht, deswegen werde ich das jetzt nicht noch ein zweites Mal tun. Aber wir können in diesem Fall beispielsweise mal hingehen und können den von uns generierten Startbeleg noch mal auslesen. Das heißt, ich kann hier einfach reinspringen und sage jetzt, zeigt mir das mal an. Jetzt erwartet man irgendeine ganz wilde Geschichte und es kommen eigentlich nur so ein paar wilde Zahlen, Buchstaben, Kombinationen. Der entscheidende Teil ist nicht dieser hier, der entscheidende Teil ist das da unten. Und zwar ist die Inbetriebnahme, ist das der Inbetriebnahmebeleg und wie da auch daneben steht, das Archiving ist required, also sprich die Aufbewahrungspflicht ist ganz einfach da. Das Ding einmal ausdrucken, schön in den Tresor legen und alles ist schick. Man kann sich das aber auch jederzeit aus dem Portal halt wieder runterladen. In dem Moment, wenn Sie das gemacht haben, ist die Kasse beim Finanzamt registriert. So kann man das, glaube ich, am besten formulieren. Okay. Dann hatten wir vorhin schon kurz gesagt, es gibt dann noch diese Komponente,
dass Sie einen Nullbeleg erstellen können. Wenn jetzt mal irgendwas abgestürzt ist und Sie nicht weiterkommen oder irgendwas nicht läuft, der Dienst vielleicht nicht gelaufen ist und Sie das jetzt wieder reaktivieren wollen, dann haben Sie hier die Möglichkeit, einen sogenannten Nullbeleg zu generieren. Auch da wählen wir einmal die Kasse, in der wir arbeiten, und dann geht die ganze Geschichte los, ne? Und wir können, nachdem wir das jetzt hier haben, uns das Ganze dann auch nochmal anschauen. Auch da kommt letzten Endes eben halt dann so ein kleines Protokoll raus, dass die ganze Geschichte soweit fertig und korrekt durchgelaufen ist. Diese Geschichte haben wir uns nicht selber ausgedacht. Da gibt es Vorgaben, nach denen man da arbeiten muss. Von daher hat das dann eben schon seine Hand und seinen Fuß. Wir haben weiterhin die Möglichkeit, innerhalb der Verwaltung noch so ein bisschen mehr zu machen. Und zwar hatte ich es vorhin schon mal angesprochen. Wenn es denn mal sein sollte, dass Sie so eine Prüfungssituation haben, können Sie auch von hier aus den Export des DSFIN-VK, sprich der ganzen Kassenprotokolle, die Sie generiert haben, auslösen. Oder andere Geschichte, wenn Sie eben mit der Kasse nicht mehr arbeiten, das Ganze stilllegen, dann können Sie hier die Kasse abmelden. Sie wird aus dem Portal rausgenommen und wird dann halt eben stillgelegt. Das sind die Geschichten, die Sie in diesen Menüpunkten machen können. Und jetzt können wir eigentlich schon einsteigen und können uns einfach mal so einen kleinen Kassenvorgang anschauen. Dafür werde ich jetzt mal hier oben in die Kasse reinwechseln. Ich habe jetzt hier meinen Kunden schon mal starten lassen. Wir haben schon einen Anfangsbestand, haben auch schon ein bisschen was verkauft und gehen einfach mal in unsere Kasse rein. Das ist also für die, die das noch nie gesehen haben, quasi unsere Kasse, an der Sie Barverkäufe erledigen können, wo Sie letzten Endes nachher auch Rechnungen als bezahlt hinterlegen können. Und wir werden jetzt einfach mal so ein kleines Beispiel machen. Ich habe mir extra hier eine Dose Schweröl besorgt. Wir machen jetzt auch keine Werbung, dann gerade nichts Passendes dabei. Ich nehme einfach mal an dieser Stelle meinen kleinen Barcode-Scanner, den Sie auch bei uns bekommen können, und kann jetzt hier einfach mal sagen, wir scannen jetzt eben hier einfach mal unsere, in diesem Fall ist es, was haben wir denn hier? Motoröl 0W20 haben wir uns mal ausgesucht. Das hier passt ein ganzer Liter rein, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Das haben wir also letztendlich hier am Start. Und ich könnte jetzt beispielsweise in diesem Kassensystem, stelle ich mir mal ein bisschen an die Seite, wer weiß, was da gleich noch passiert, kann ich halt jetzt innerhalb des Kassenbildschirms relativ einfach Mengen ändern, indem Sie beispielsweise sagen, ich verkaufe jetzt mal 2 Stück davon. Wir haben uns aber auch gedacht, das geht vielleicht noch ein bisschen leichter, und haben gesagt, es gibt ja die Plus-Taste auf Ihrem Zehnerblock, mit der Sie dann letzten Endes hier auch arbeiten können. Das wäre eine Möglichkeit. Wenn die ganze Geschichte abgeschlossen ist, gehen wir halt, ich bleibe jetzt mal bei der einen Position, gehen wir halt hier unten mal aufs Zahlen. Jetzt kann ich hier nochmal entscheiden, wie möchte ich denn bezahlen? Möchte ich jetzt in Bar oder per EC-Karte bezahlen? Ich könnte natürlich jetzt auch sagen, ich habe 50 Euro bekommen. Dann zeigt das Ganze Ihnen natürlich auch den Rückgeldbetrag entsprechend an. Wir gehen einfach aufs Buchen. Ich habe es bei mir jetzt einmal so eingestellt, dass hier noch der Bondrucker abgefragt wird. Das können Sie natürlich auch so einstellen, dass die Geschichte automatisch auf dem Bondrucker rauskommt. Wir bestätigen das. Dann kommt unser schöner Bon daraus. Den holen wir jetzt mal so ein bisschen nach vorne, dass der Olli das ein bisschen besser sehen kann. Da haben wir jetzt so einen wunderschönen Kfz-Win-Kassenbon. Den oberen Teil kennen die meisten. Und dann kommt dieser, wir haben ihn extra mal ein bisschen größer gemacht, dass die Superkamera das auch gut lesen kann. Dann kommt der sogenannte QR-Code. In diesem QR-Code befinden sich alle Informationen rund um die Fiskalisierung. Darunter finden Sie jetzt noch so Geschichten wie so eine ellenlange Validierungsnummer, nenne ich die jetzt einfach mal. Das ist jetzt das, was diesen Bon eindeutig macht. Also jeder im Finanzamt kennt jetzt diesen Bon, um es mal so zu formulieren. Sie sehen im unteren Teil dann noch, das war vorhin auch eine Frage, wir haben eine Startzeit und wir haben eine Endzeit für diese ganze Geschichte. Das ist alles zukünftig auf Ihrem Bon drauf, wird auch durch unsere Kollegen aus dem Support entsprechend hinterlegt. Was wir jetzt nebenbei noch gemacht haben, in dem Moment, wo wir auf unseren schönen Bondrucker gedruckt haben, ist natürlich unsere Kassenschublade aufgegangen. Da gibt es natürlich auch so Möglichkeiten, dass wir letzten Endes eben hier entsprechend diese Hartgeldfächer haben. Nur alles zusammengekratzt, was ich zu Hause noch gefunden habe. Der Rest ist für Kinder und Frau draufgegangen. Das kann ich also jetzt hier einfach mal mit reinschmeißen. Sie können natürlich die Geschichte auch mit einem zweiten Hartgeldfach bekommen und können das Ganze dann in Ihren Tresor einschließen. Das sind so Möglichkeiten, die da sind.
machen wir das Ding mal wieder zu. Angesteuert, wie gesagt, wird die gute Schublade über unseren Bongdrucker. Des Weiteren hatten wir vorhin ja auch gesagt, wir haben unseren kleinen, relativ günstigen USB-Barcode-Scanner. Den können wir halt unter anderem für die Kasse benutzen, können Sie aber auch in der Belegbearbeitung machen. Auch da kann ich einfach reingehen und kann dann dort quasi mit dem Scanner arbeiten. So, warum erzähle ich jetzt so lange? Das hat natürlich einen Hintergrund. Zum einen wollte ich das als Info mal loswerden und zum anderen wandern diese Informationen, die wir jetzt hier generiert haben, im Hintergrund natürlich in das Portal. Ich hatte vorhin schon kurz gesagt, wir sind in der Queue. Wir haben hier die Möglichkeit, jetzt in diesem Bereich Empfangsjournal uns das Ganze mal anzugucken. Und wenn ich jetzt lange genug erzählt habe, was ich mal hoffe, dann kommen wir letzten Endes jetzt hier in die Queue und wir sehen letzten Endes 18:48 haben wir einen entsprechenden Vorgang da. Das dauert noch ein klein wenig, das war nämlich noch eine andere Variante, die wir haben. Wir sind hier in dem Testportal, das dauert leider immer ein wenig länger. Ansonsten kommen wir da, glaube ich, gleich nochmal rein, wenn wir das hier nochmal so ein bisschen aktualisieren, dann wird sich halt irgendwann mein neuer Vorgang hinzubewegen. Wir waren aber fleißig, haben vorhin schon mal ein bisschen was erfasst, deswegen kann ich Ihnen jetzt mal zeigen, wie sowas aussieht. Man sieht jetzt hier vorne ein Datum dazu, eine Uhrzeit dazu, man sieht schon hier einen Betrag und dann geht das weiter. Ich kann mir hier das Receipt, also den Bon, entsprechend anzeigen lassen. So, der rechte Teil, das ist jetzt was für Kenner und Genießer, sagt ein Kollege von mir immer ganz schön. Das ist das, was wir an HTML-Code, so sieht die ganze Geschichte aus, in das Portal schieben. Was Sie als Kunde mehr interessiert, ist der Teil auf der linken Seite. Da sieht man nämlich jetzt nochmal, dass quasi der Bon, den wir in elektronischer Form hochgeladen haben, mit diesen Informationen im Portal ankommt. Auch da ist der Code drauf. Auch da finden wir die entsprechenden Transaktionsnummern, die sich natürlich wiederum mit dem decken, was Sie auf Ihrem Bon drauf haben. So sieht die ganze Geschichte im Prinzip im Portal aus und wird von hier aus dann in ähnlicher Form irgendwann, muss mir das Lachen da ein bisschen verkneifen, irgendwann dann halt auch in Richtung des Finanzamtes übermittelt werden. Okay. Darf ich noch eine Frage stellen? Aber nur noch eine. Gut. Und zwar kommen wir gerade auch mal so aus dem Chatbereich mit so einer Frage, weil wir nun Thema Bongdrucker sind. Da kam die Frage, muss ich so einen Bongdrucker haben oder geht auch ein normaler Drucker? Also wir sind ja ein multifunktional, super flexibles Kfz-Win-System, können fast alles. Wir können natürlich auch hingehen und können jetzt einfach sagen, ich habe die Möglichkeit, auch diesen Kassenbon entsprechend anzupassen. Wir springen einfach mal kurz wieder ins System rein. Ich gehe mal in die Formulare. Da gibt es hier diesen Eintrag für den Kassenbon. Ich glaube, ich habe das Passwort jetzt falsch eingegeben. Nein, war richtig. So, auch hier sehen Sie, wir können natürlich diese ganze Geschichte komplett bearbeiten. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie können das Ding auch einfach in einem A4-Format drucken. Je nachdem, wie Sie das machen wollen. Genau. Also da geht das in alle möglichen Richtungen. Kann auch da unser Support entsprechend gemeinsam mit Ihnen einrichten. Wir wandern hier, wo wir da gerade schon mal drin sind, nochmal so ein bisschen weiter nach unten und sehen dann dort, dass natürlich diese Platzhalter, die wir eben gesehen haben, hier in dem Formular schon drinstecken. Das heißt, hier dieser schöne graue Kasten, den wir da sehen, der beinhaltet quasi unseren QR-Code, ne? Schönen QR-Code, kann man auch noch ein bisschen kleiner machen. Wir haben das jetzt bewusst mal so ein bisschen größer gezogen. Ja. Und im unteren Teil finden Sie dann halt nochmal so ein paar Zusatzinfos, was eben die Signaturinformation entsprechend an bedeutet. Wunderbar. Jeder, denke ich, hat so ein Ding schon mal bei der Tankstelle, beim Aldi, beim Edeka oder sonst wo gesehen. Das sieht genauso aus. Letzten Endes gibt es dann irgendwann auch Tools, mit denen Sie das testen können, weil da kann man natürlich auch sagen, ich prüfe das mal, was da drauf steht. Okay. Ich habe das spaßeshalber mal gemacht. Bis jetzt habe ich noch keinen Scanner in Deutschland gefunden, der den von der Tankstelle generierten, vom Edeka, vom Aldi generierten umsetzen kann. Okay. Und dann auch nicht. Beruhigt mich im Moment noch so ein bisschen. Vielleicht wird das irgendwann noch kommen, aber wie gesagt, seien Sie sicher, das ist auf jeden Fall das, was Sie da brauchen. Gut. Ja. Damit wären wir jetzt quasi an dem Punkt, wo wir vielleicht jetzt nochmal einen Blick ins Portal werfen können, um zu gucken, ob denn unser Vorgang jetzt mittlerweile da ist. Ich versuche es einfach nochmal, mal schauen. Ja, manchmal klappt's. Sie sehen hier, wir hatten auf unserem Bon die entsprechende Zahlung drauf. So um die 40 Euro waren das. Wenn wir uns das Ganze jetzt nochmal anschauen, dann haben wir jetzt exakt hier
die Geschichte draufstehen sehen. Ich habe ja einmal den grandiosen Fehler gemacht und habe den Text rausgenommen. Deswegen steht jetzt eben nicht mehr Motoröl. Mein Fehler war in der Hektik entsprechend ein kleines Problem. Aber Sie sehen exakt die 40,72 Euro, die wir eben auf unserem Bon hatten. Und wir sehen nochmal die gleichen Informationen. So wandert die ganze Geschichte aus Ihrem Kfz-Win in das Portal weiter Richtung Finanzamt und, das ist der Riesenvorteil, automatisiert in die Postarchive und wenn Sie dann einen Abschluss machen, auch ins AKO, ins Kassenarchiv. Das ist also soweit alles auf der sicheren Seite. Ja, man kann da jetzt sicherlich noch ganz, ganz viel mehr zu diesem Portal und zu den Fiskalisierungsthematiken erzählen, aber ich glaube, das Entscheidende ist das, was Sie hier sehen. Das ist das, was wichtig ist. Der Hintergrund ist sichergestellt, dass die Informationen, so wie sie denn sein sollen, in das Portal und weiter geschoben werden, ist eben über diesen Weg gesichert. Und von daher bin ich jetzt eigentlich schon an dem Punkt, dass ich zu diesem Thema Fiskalisierung meine nötigsten Informationen jetzt erstmal losgeworden bin. Jetzt könnten wir noch so ein bisschen in die Kasse selber einsteigen. Da würde ich mal ganz kurz den anderen Tom fragen. Möchtest du da jetzt ein bisschen einsteigen und etwas erzählen? Wie wollen wir da jetzt weitermachen? Ja, also ich muss erstmal nochmal dazu sagen, also es war eine Menge an Informationen gewesen, die uns der Thomas jetzt mitgegeben hat. Da werden ja wirklich ja Bezeichnungen an den Kopf geknallt über TSE, über DSGV und GDPDU und AKO und wie sie nicht alle heißen. Thomas, erstmal vielen Dank dafür. Ja, gerne. Ich hoffe, dass ihr Lieben natürlich da auch an dem Bildschirm Informationen mitbekommen hat. Ja, Tom, also ich habe jetzt im Prinzip die eine Frage aus dem Chat gerade beantwortet, beziehungsweise der Thomas hat es ja gemacht mit dem Bondrucker, beziehungsweise kann ich mit jedem Drucker das tätigen? Ja, kann man ja, wenn natürlich der Drucker kompatibel zu dem Betriebssystem natürlich auch ist. Das sagen wir mal noch mal ein bisschen dazu. Ja, ja, das war die Frage von den Herrn Dietz gewesen. Genau, mir fällt eine Sache noch ganz spontan ein, die möchte ich gerne nochmal loswerden, weil es da immer mal wieder zu Missverständnissen kommt. Und zwar, es kursiert immer so ein Begriff oder so ein Zeitraum von 5 Jahren. Man muss das jetzt 5 Jahre machen und irgendein Vertrag läuft 5 Jahre. Nein, muss man nicht. Was 5 Jahre läuft, ist die Gültigkeit der TSE, die Sie benutzen, weil da hat das Finanzministerium oder das BSI letzten Endes die Informationen rausgestreut, dass so eine technische Sicherheitseinrichtung nur einen zertifizierten Zeitraum von 5 Jahren hat und danach brauche ich schlichtweg eine neue. Das heißt, nach 5 Jahren kaufe ich mir einen neuen USB-Stick oder reaktiviere eine neue Cloud-Variante, kaufe mir einen neuen Bon-Drucker. Das ist mit diesem Zeitraum von 5 Jahren gemeint. Okay. Aber das heißt nicht, dass man jetzt 5 Jahre an irgendeinen Vertrag gebunden ist. Wir wünschen uns das natürlich, dass Sie noch ein bisschen länger bei uns bleiben, vielleicht genauso lange wie ich. Kann man sagen, ich war noch nie woanders, ich habe meine Ausbildung hier schon gemacht. Genau. 30 Jahre habe ich dieses Jahr voll, alles schick. Also Spaß beiseite. Diese 5 Jahre, die Sie immer hören, die beziehen sich wirklich rein auf die Gültigkeit der Geschichte. Es gibt noch einen kleinen Kulanzzeitraum dabei. Und zwar ist das die sogenannte Logistikpauschale, nenne ich sie jetzt einfach mal, die man noch dazu rechnen muss, weil diese ganzen TSEs, die sind ja nicht jetzt alle zeitnah produziert worden, schon ein bisschen länger am Markt. Und sie haben 6 Monate Logistikzeitraum, quasi wo diese Geschichte dann auch zertifiziert ist. Also eigentlich 5 Jahre plus 6 Monate. Heißt, wenn man jetzt schon irgendwann letztes Jahr so ein Ding gekauft hat, ist das halbe Jahr oder das erste Jahr schon fast rum, weil ich ja jetzt vielleicht erst damit starte. Also von daher ist der frühe Vogel in diesem Fall nicht immer der beste gewesen. Wir bekommen die von unseren Lieferanten zeitnah, wobei wir, wie gesagt, primär auch auf die Online-Variante setzen und das dann nach Bestelleingang auch abarbeiten werden. Ja, und da kommt auch gerade schon eine perfekte Frage dazu nochmal Begriff Online. Ja. Hier kommt die Frage von den Kollegen Cloud-Lösung. Wenn man aus technischen Gründen mal 2 Tage offline ist, wie schaut's aus? Dann generiert man einen sogenannten Nullbeleg und dann gibt es eine Sammelmeldung, die dann passiert. Okay. Das heißt also alle Informationen, wir hatten das schon ganz kurz einmal gesagt, es liegt immer auf diesem System, wenn es installiert wird, gibt es immer noch eine kleine lokale SQLite-Datenbank. Das heißt, da wird reingepuffert
Okay. Wenn dann wieder die Online-Verfügbarkeit gegeben ist und ich einen Nullbeleg generiere, dann wird ein sogenannter Sammelbeleg erstellt, automatisch. Da müssen Sie jetzt nicht an irgendeiner Stelle irgendeinen Haken setzen und irgendwas auslösen, okay, sondern Sie melden das Ding einfach mit dem Nullbeleg wieder an. Die Daten wandern dann in Summe hoch und alles ist schick. Perfekt, ja, wunderbar. Ja, dann haben wir noch die nächste Frage von den Herrn Schmelzer. Der Herr Schmelzer fragt, ist denn die Bonpflicht auch bei EC-Cash-Zahlung nötig? Also erstmal ganz lieben Gruß an Herrn Schmelzer. Wir kennen uns schon keine Ahnung wie lange. Schön, dass es Sie auch immer noch gibt. Sie bleiben mindestens noch genauso lange wie ich bei dem ganzen Spaß hier. Also nochmal schönen Gruß, Herr Schmelzer. Ja, es gibt die Ansage, dass Barzahlungen und EC-Zahlungen zu signieren sind. Dafür gibt es sogenannte Cash-Items, mit denen man die ganze Geschichte dort definiert. Dazu gehört eine EC-Karte, es gehört aber nicht dazu eine Kreditkarte. Das muss man ganz klar trennen. Mhm. Bares und EC, ja. Kreditkarte, nein. Okay. Also von daher Frage ganz klar beantwortet, EC-Zahlungen müssen auch signiert werden. Okay. Ja, dann kommt gleich schon die nächste Frage oder die nächsten zwei Fragen sogar rein von den Herrn Lüttgen. Wie ist das, wenn man Betriebsferien hat? Ich denke mal, ich generiere keine Umsätze. Also ich würde das jetzt auch mal sagen, wenn halt in dem Sinne keine Umsätze generiert werden. Kann ich auch nichts melden. Kann ich nichts melden letzten Endes. Ja, aber auch hier bitte, Herr Lüttgen, dazu bitte auch wirklich an Ihren Steuerberater, Steuerberaterin wenden. Die müssen es auf jeden Fall wissen. Ja, die nächste Frage. Sieht das Finanzamt den Endkundennamen auf den digitalen Kassenbon? Soweit mir bekannt ist, sehen die das nicht. Das wird also anonymisiert, quasi in das System hochgeladen. Letzten Endes haben Sie natürlich nachher den Punkt, wenn es denn zu einer Prüfsituation kommt, dann wird man natürlich hingehen und wird sagen, ja, Sie haben ins Portal eben genau diese Information hochgeladen. Okay. Zeigen Sie uns doch mal den Bon. Da kommen wir vielleicht noch an eine Besonderheit. Es gibt ja nach wie vor in Deutschland die Regelung, dass wenn eine Barzahlung oder ein Barvorgang über, ich glaube, es sind im Moment aktuell 250 Euro so ungefähr geht, dann sind Sie gehalten, letzten Endes im Bon den Namen entsprechend festzuhalten. Das macht fast keiner. Also selbst an Tankstellen kriegt man dann ja so ein relativ langes Ding, wenn man also Öl und Benzin und noch irgendwas anderes gemacht hat. Ja. Und man kommt mal über die Summe rüber. Steht das alles in Leerzeilen drin, gibt es im Kfz-Win auch. Ja, ist das aber dann nicht für gewerbliche Kunden gedacht und nicht für den Privatkunden? Das ist mein Kenntnisstand. Weil für über 250 Euro, Thomas, braucht der Gewerbliche, sage ich mal, der Unternehmer, eine richtige Rechnung in dem Sinne. Ja. Mit dieser Rechnungsanschrift dann. Genau. Also auch da sind Sie natürlich 100% auf der sicheren Seite, wenn Sie Ihren Steuerberater nochmal fragen. Mhm. Wichtig, die Frage war ja, wandern die Daten ins Portal? Nein. Okay. Ja, dann bevor ich die Frage nachher nicht vergessen möchte auf jeden Fall, da war die Frage von den, jetzt muss ich immer schauen hier, wo haben wir ihn, den Herrn Schulz, wie kann ich meine Ausgaben verbuchen? Ich würde sagen, das würden wir gleich mal im praktischen Beispiel zeigen, wenn ich glaube, der Tom wollte noch mal ein bisschen was in der Kasse zeigen. Ja, stellen wir also ein bisschen zurück. Die nächste Frage von dem Herrn Carlo Napoli, was passiert mit Fehlbuchungen? Passiert ja mal, sagt er. Richtig. Da sind wir ganz klassisch. Jeder von uns, also ich hoffe das jedenfalls, war irgendwann mal in einer Berufsschule und hat da auch mal so ein bisschen was in Richtung Buchhaltung mitgemacht. Mhm. So ist zumindest der normale Plan. Da gibt es ja immer die Buchung und die Gegenbuchung, wenn man denn was falsch gemacht hat. Genauso ist das in der Kasse natürlich auch. Löschen ist nicht. Dafür ist natürlich genau diese Geschichte. Ich komme immer wieder zu diesem wunderbaren Bon. Dafür ist natürlich genau diese Geschichte gedacht, dass Sie das nicht machen können. Sie können aber natürlich eine Retour machen, können Dinge, die Sie verkauft haben, wieder zurücknehmen. Das ist der offizielle Weg. Auch das sollte man vielleicht auch vorher schon gemacht haben. Hat jetzt auch nicht unbedingt mit dieser ganzen TSE-Geschichte was zu tun. Der beste Weg ist immer, jeder darf Fehler machen. Man sollte sie dann aber nachweisen können und auch die entsprechende Korrekturmöglichkeit zeigen. Auch da, wenn ich jetzt mal so ein bisschen aus dem Support-Nähkästchen plaudere, wenn Prüfungen bei Ihnen im Unternehmen sind, gucken die auch, ob es denn bei Ihnen Stornos gibt. Okay. Weil wenn da gar keine sind, ist das so ein bisschen komisch und gibt dann schon wieder so ein bisschen Anlass, das eine oder andere vielleicht zu hinterfragen, was Sie denn machen, wenn Sie sich denn mal
vertan haben. Mhm. Sind ja alles nur Menschen. Wichtig ist immer, man darf Fehler machen, man muss sie dann halt nur dokumentieren, weil nach 5 oder 10 Jahren wissen Sie mit Sicherheit auch nicht mehr, warum Sie jetzt diese Rechnung nochmal korrigiert haben. Genau. Schreiben Sie sich das auf, legen Sie das in Ihren Rechnungsordner mit rein. Und genauso, wenn Sie eine Rechnung falsch angelegt haben, Sie wollten einen Auftrag machen, jetzt ist die Rechnungsnummer aber schon vergeben, schreiben Sie einen kleinen Text rein, Fehlbeleg falsch erstellt, heften Sie das Ding mit ab, dann ist alles schick. Ja, wunderbar. Thomas, die nächste Frage kommt schon wieder rein. Das geht hier wie am laufenden Band. Und zwar der Bernd Schulczewski fragt, was ist, wenn ein Kunde seine Rechnung bei Abholung bar oder mit EC bezahlt? Jo, jetzt muss ich doch mal so ein bisschen reingrätschen. Nicht, dass der liebe Tom sich nachher noch langweilt, aber ich zeige das jetzt einfach ganz gerne mal. Ja, gerne. Wir gehen einfach nochmal für diesen Vorgang in die Kasse rein. Melden uns dann nochmal kurz an. Im Übrigen können Sie, das vielleicht mal eben so am Rande erklärt, Sie können natürlich diesen Kassenbildschirm auch permanent geöffnet lassen. Es gibt ja die Möglichkeit, das Kfz-WIN auf Ihrem Rechner auch mehrfach zu starten. Das heißt, ich muss nicht immer von dem einen in den anderen Bereich wechseln, sondern ich starte das einfach 2 oder 3 Mal auf meinem Rechner, dass in dem einen Beispiel meinetwegen die Kasse offen springt, im anderen in den Werkstattplaner und in der dritten Instanz habe ich dann letzten Endes irgendwie den Kundenstamm oder irgendwas anderes in Bearbeitung. Ja. Der Vorteil dabei ist, Sie benötigen jedes Mal eine Netzwerklizenz. Und der größere Vorteil ist, Sie können die bei uns sogar kaufen. Heißt, wenn die nicht reichen, haben wir noch so ein paar, die Sie dann nachschieben können. Mhm. Das ist also jederzeit möglich. So, die Frage war jetzt, was mache ich, wenn der Kunde vor mir steht und will seine Rechnung von vor 2, 3 Tagen bezahlen? Ganz einfach, ich gehe hier unten einmal auf den Bereich Rechnungen. Jetzt kann ich, wenn der Kunde vielleicht seine Rechnung direkt dabei hat, könnte ich hier eine Belegnummer eintippen. Wenn ich die nicht weiß, gehe ich einfach einen Schritt weiter. Dann stehen Sie, ich mache das hier mal ein bisschen größer, dann stehen Sie quasi in Ihrer Liste der offenen Posten und würden jetzt einfach sagen, na, den nehmen wir jetzt mal nicht, das wäre ein bisschen viel. Wir nehmen mal den hier, wählen den einfach aus und können dann hier oben ganz einfach entscheiden, wie zahlt er denn jetzt? Zahlt er per EC, zahlt er per Bar? Mhm. Und je nachdem, was Sie jetzt halt wählen, Sie können auch Teilzahlungen erfassen, wenn er jetzt vielleicht nur 50 Euro dabei hat und erstmal eine Teilzahlung machen möchte, können Sie das hier erfassen, gehen dann einmal aufs Verbuchen. Mhm. In dem Fall wird natürlich dann, je nachdem, wie es eingestellt ist, auch wieder eine Quittung gedruckt. Und da haben wir dann wieder unseren wunderbaren QR-Code drauf. Vielleicht will Olli das nochmal kurz aufzeichnen genau, hier. Genau, wir machen mal schnell nochmal die Webcam an hier. Wir müssen ja mal ein bisschen. Ja, wieder muss ich auch lohnen, dass wir unsere Technik hier aufgebaut haben. Ja, deswegen zeigen wir den auch nochmal. Das zeigt aber auch die Technik. Ja, gut, man sollte die Kamera einschalten und nicht ausschalten. Das hilft manchmal. Manchmal hilft das, ja, ein kleiner Objekt, so, das müssen wir dann sehen. Also in diesem Fall haben wir jetzt hier eine Einzahlungsquittung. Sie sehen auch, die wird signiert letzten Endes. Da steht dann der Einzahlungsbetrag entsprechend drauf. Also genau so, wie das sein soll. Kohle genau. Haben wir schon in die Kasse reingelegt. Ist leider noch nicht mehr geworden. Vielleicht wird das noch was. Ja. Damit wäre dann so ein Vorgang auch erledigt quasi. Ne? In dem Fall, das ist natürlich jetzt ein Punkt, um nochmal auf diese offene Ladenkasse-Thematik zurückzukommen, das kann ich da so nicht machen. Ne? Ich hatte in diesem Zug jetzt beides erledigt. Ich habe den offenen Posten ausgeglichen. Ich habe eine Zahlung in der Kasse drin und habe alles in einem System und kann mir das dann jederzeit ausdrucken. Ich ruder jetzt nochmal eben ganz kurz wieder zurück, bin gerade im Redeschwall. Deswegen, vorhin war eine Frage, was mache ich denn, wenn ich jetzt Entnahmen habe? Das heißt, keine Ahnung, der Kollege war tanken und kommt mit der Quittung und Sie wollen die erfassen. Auch das können Sie hier erledigen. Sie haben hier unten den Bereich Entnahme, können dort jetzt einfach reingehen und sagen, ich habe jetzt hier 55 Euro. Sie können so Standardtexte hinterlegen, dass man dann einfach sagt, ich habe hier unten jetzt beispielsweise das Tanken, wähle das aus. Oder noch besser, das habe ich jetzt hier nicht so vollständig gemacht, aber Sie können letztendlich auch eine Warengruppe hinterlegen, auf die Sie buchen möchten und können das Ganze schon so vorbereiten, dass es dann auch an die Datenschnittstelle übergeben werden kann. In dem Moment, wo wir das tun, passiert die gleiche Geschichte wieder. Letztendlich wird dann nochmal so ein Bon gedruckt und dann kann das Ganze rausgehen. Passiert jetzt bei mir nicht, weil ich das hier unten deaktiviert habe, aber in dem Fall kann ich das tun. Wir haben das so ein bisschen rot visualisiert, heißt, da geht was raus. Mhm, wo was rausgeht, geht natürlich manchmal auch was rein, hoffentlich durch Verkäufe. Manchmal holt man ja auch mal ein bisschen Geld von der Bank, dann kann man natürlich auch sagen, ich mache hier eine Einnahme und dann geht es genau in die andere Richtung, dann ist alles grün sozusagen und wir buchen halt Geld in die Kasse rein. Also die Funktionen sind in der Kasse enthalten. Ja, ich denke mal, damit hat sich auch die Frage erübrigt. Danke, Thomas. Es geht weiter. Spannend natürlich. Jetzt müssen wir natürlich mal hier ein bisschen schauen, weil die Frage jetzt natürlich auch ein bisschen
durcheinander reinkommen und also unterschiedliche Fragen. Ich versuche das auch ein bisschen zu komprimieren und nicht alles so durcheinander zu sagen. Kosten, Thomas. Über Hardware, über kann ich das Kfz mieten mit der ganzen TSE-Geschichte oder wie läuft das da so ab? Ja. Also einmal die Hardwarekosten, was kommt auf den Kunden mit diesem Sorglos-Paket, wenn er es nehmen würde? Kannst du uns darüber noch was berichten? Wir haben die Möglichkeit, im Nachgang letzten Endes auch diese kompletten Informationen für Sie nochmal zur Verfügung zu stellen. Das haben wir auch soweit schon vorbereitet. Es gibt, ich glaube, es wäre jetzt ein bisschen übers Ziel hinaus, jetzt alle möglichen Einzelpreise und Komponenten hier zu nennen. Sie können diese Sorglos-Paket-Variante zu einem Jahrespreis bei uns beziehen. Wir sind dann quasi auch Ihr Ansprechpartner für die ganze Geschichte. Wir würden uns auch darum kümmern, dass dann, wenn nach 5 Jahren die Geschichte abgelaufen ist, Sie rechtzeitig informiert werden. Genauso haben wir Standardkonditionen hier für unsere Kassenschublade, für den Bondrucker. Das meiste haben wir auch lagermäßig da. Von daher ist das alles gut und vernünftig verfügbar. Wichtig dabei ist immer, das kann ich halt auch nur immer aus der Support-Sicht mal so ein bisschen mitgeben, Sie können die Geschichte auch überall anders kaufen, also was jetzt so eine Schublade und so einen Bondrucker und so einen Barcode-Scanner anbelangt, alles gar kein Problem. Vielleicht auch ein Tick günstiger, als das bei uns ist, nur wir haben eben den Vorteil, dass diese Komponenten, die wir haben, mit unserem System laufen. Wir haben das ganz, ganz oft, dass jemand kommt und sagt, ich habe hier noch so einen Bondrucker von meinem Altsystem oder ich habe noch einen Scanner, den ich damit anschnöpseln möchte. Häufig fehlen dann die Konfigurationsmöglichkeiten und wenn wir dann da sitzen und nachher 2,5, 3 Stunden rumbasteln, damit dann vielleicht die Kassenschublade aufgeht, dann kann man auch sagen, investiere ich ungefähr 115 Euro in so eine neue und weiß, dass es funktioniert. Mhm. Das einfach nur mal so als kleine Information am Rande. Gut, ja, wunderbar. Dann von den Herrn Schuschewski nochmal mit dem Bondrucker. Nein, Sie brauchen nicht unbedingt den Bondrucker. Sie können auch einen herkömmlichen Drucker nehmen, der natürlich mit dem PC kompatibel ist. Wenn Sie also einen A4-Drucker haben, können Sie auch dort Ihren Kassenbon natürlich ausdrucken und auch den Kunden in die Hand geben. Wird genau alles angedruckt, wie bei diesem Bondrucker. Nur der Bondrucker ist natürlich auch, sag mal, viel einfacher zu handhaben. Ich habe weniger Papierverbrauch, weil der nur ein schmaler Streifen gedruckt wird. Letztendlich würde ich das auch so sehen. Ja. Ja. Gut, dann kam eine Frage von den Herrn Hönicke. Ja, die ist ein bisschen länger. Er kann nicht verstehen bezüglich Bargeld und jetzt verschiebt sich alles ein bisschen bei mir hier. Mal ein bisschen nach unten scrollen. Dumm. Wo ist sie? So, ich verstehe gar nicht zu einem, warum ich EC-Kartenzahlung überhaupt mit der Kasse in Verbindung bringen muss. Ich bekomme ja kein Geld, klar. Also kein Hartgeld, er bekommt ja im Prinzip das Geld unbar. Richtig. Da gibt es ja immer wieder Diskussionen letztendlich. Dazu möchte ich einfach nur eine Sache mal ganz kurz zeigen. Es gibt natürlich für die Kasse so ein paar Einstellmöglichkeiten. Und eine von diesen Geschichten finden Sie hier, und zwar sind das die sogenannten Unbar-Zahlarten. Hier können Sie selber jetzt entscheiden, weil da gibt es halt einfach auch unterschiedliche Aussagen der Institutionen, sprich des Steuerberaters oder des Finanzamtes oder irgendwelche anderen Einrichtungen, was gehört in so ein Kassenprotokoll rein. Mhm. Deswegen haben wir gesagt, wir können hier ganz einfach sagen, wenn jetzt jemand sagt, in seinem Fall gehört eben so eine EC-Zahlung da nicht rein, dann kann man hier sagen, das Ganze soll bitte nicht im Kassenprotokoll erscheinen und dann taucht es da auch nicht auf. Genau. Ansonsten, Sie haben natürlich recht, dass so eine Geschichte keine Bargeldbewegung in dem Sinne tut. Deswegen sieht das in dem Protokoll auch so aus, dass die quasi rein und raus gebucht wird. Also die wird wirklich nur durchgebucht und Sie haben unten einen Summenzähler, der natürlich mitläuft, aber, da haben Sie ja natürlich vollkommen recht, der ändert den Bargeldbestand der Kasse nicht. Genau. Also der hält sich neutral. Sie sehen halt einfach nur im unteren Bereich 250 Euro EC-Umsätze und dann ist das Thema durch. Wichtig dabei ist, wenn Sie eine Rechnung darüber bezahlen lassen, der offene Posten wird natürlich auch genauso ausgebucht. Genau, ja, perfekt. Ja, dann nochmal eine Frage von den Herrn Napoli. Wozu muss ich eine Rechnung ausdrucken und ein Bon? Das heißt, eine Rechnung aus dem Drucker, ein Bon aus dem EC-Cash-Gerät, ein Bon aus dem Bon-Drucker. Genau. Das sind im Prinzip 3 Bons, also oder 3 Papierbereiche. Rechnung, EC-Cash-Gerät, Entschuldigung, und der Bon-Drucker.
Richtig. Das ist halt, also ich meine, letztendlich auch wir haben uns das nicht ausgesucht. Ja. Wir leben genauso wie Herr Napoli in Deutschland und da ja. muss man manchmal dem einen oder anderen halt dann Tribut zollen. Es ist halt so, die Rechnung wird gedruckt. In dem Moment ist noch nicht 100% mhm. klar, wie die Zahlung jetzt erfolgt. Ein kleines Beispiel, das haben wir ja immer wieder, kommt auch im Support gerne mal vor. Der Kunde sagt, ich bezahle diese Rechnung bar. Mhm. Sie fangen schon an und tippen das in ihre Kasse ein und stellen dann fest, oder der Kunde stellt dann fest, ach Mensch, reicht doch nicht ganz, mhm. was machen wir dann? Dann können wir halt letztendlich hingehen und können diesen Zahlvorgang letztendlich nochmal wieder stornieren, umwandeln, können aus der Barzahlung eine EC-Zahlung machen oder können die Geschichte aufteilen. Also von daher lässt sich das halt nur mhm. über so einen zweiten Schritt in dem Sinne lösen. Okay. Und Sie haben natürlich recht, man könnte das vielleicht auch hinbekommen, dass das EC-Gerät nicht separat auch noch einen Schnipsel ausdruckt. Da ist es aber so, wir haben beispielsweise für das Kassensystem auch Anbindungsmöglichkeiten von EC-Geräten und könnten dann diese Informationen auch auf diesem Bon noch mit unterbringen. Das heißt, da mhm. steht dann genauso drauf, ich glaube, die letzten 3 oder 4 Stellen von der Bankleitzahl oder von der Kontonummer, die Gültigkeit der Karte und sowas, das kann man damit reintun. Wenn das für Sie und Ihren Kunden reicht, kommen Sie mit einem Schnipsel weniger aus, aber ich glaube, diese beiden müssten es dann schon sein. Ja, dann eine Frage noch von den Herrn Thieben. Das heißt, die Kassenlade braucht man nicht an der Software von euch angeschlossen sein? Muss ich unbedingt die Kassenlade haben? Ja, jetzt bewegen wir uns ja in diesem Themenbereich. Habe ich eine offene Ladenkasse oder habe genau. ich nicht? Ne? Also wenn wir jetzt rein die Definition uns nochmal vor Augen führen, dann ist das ja eine nicht technische Einrichtung. Also wenn eine nicht technische Einrichtung ein Schuhkarton sein kann, dann ist die Kassenschublade mit Sicherheit keine, mhm. weil dahin kommt ja so ein komisches Kabel raus, was man irgendwo reinstecken könnte. Also in dem Sinne würde ich dann sagen, dann lieber gar keine Schublade mhm. Oder irgendwie eine, die halt definitiv nicht mit dem System in Verbindung steht. Das wäre so meine Empfehlung, okay. aber auch da im allerletzten Fall wieder mit dem Steuerberater fragen, genau. wie der das auslegt, ja. dann kriegt man die passende Antwort. Genau, wunderbar. Ja, dann kam eine Frage von den Mario Heigel. Ja, hallo Mario. Ich bin Oliver. Ich nutze das Rechnungsprogramm WLH, also das Kavis WLH. Ja, wird das da auch funktionieren? Selbstverständlich, das Kavis WLH ist ja gleichzusetzen mit dem Kfz-WIN. Ist nur halt anders gelabelt. Ja, schöne Grüße an den Eugen Kunstmann. Der wird, glaube ich, auch zugucken. Ansonsten kann der sich auch gerne mal mit Ihnen in Verbindung setzen. Auf jeden Fall, das funktioniert genauso. In diesem Fall passt der schöne Spruch, das Gleiche nur in Grün. Genau, nur das Gleiche in Grün. Genau. Ja. Darf ich da vielleicht kurz dazwischen grätschen? Ja, bitte. Gerade mal die Frage kam, ja, KWS WLH geht schon, haben wir ja auch am Anfang mit gezeigt. Man sollte vielleicht dazu sagen, dass dann ein bestehender Wartungsvertrag nicht unwichtig wäre. Ja, also wir brauchen natürlich eine aktuelle Version von Kfz-WIN inklusive dem Kassenmodul, damit die Funktionen überhaupt greifen können. Ne? Das gilt eigentlich für alle, die jetzt hier gerade zuhören. Mit genau. einer Version von 5 Jahren wird es eher schwierig. Ja, also mein Kenntnisstand ist noch so der bei der K, dass die sowieso immer quartalsweise, glaube ich, war das, ne? Quartalsweise sowieso updaten müssen. Ne? Also von daher trotzdem nochmal vielen Dank, Tom, für den Hinweis, auch für die anderen. Kfz-WIN-Nutzer. Ja. Ja, es sind noch weitere Fragen offen. Ja, da kommt eine Frage irgendwo aus dem Süden. Kann ich trotzdem eine Papierkasse weiterführen, Zweckform, und die elektronische Kasse betreiben ohne TSE? Nein. Also da würde ich jetzt in meinem Dafürhalten und meinem Verständnis dessen, was wir am Anfang mhm. hatten, Thema, was kann so eine Ladenkasse sein ja. Und ist die technisch? Also ich würde mich immer an diesem Begriff technisch so ein bisschen festhalten, weil ja, genau. in dem Moment, wo wir halt letztendlich das Ganze im Kfz-WIN betreiben, ist das Thema offene Ladenkasse für mich tabu, gestorben. Ja. Ich kann da, sag mal so schön, nur einen Tod sterben. Also mhm. ich denke einfach mal dann, wenn man es im Kfz-WIN hat, dann sollte man auch so eine Schublade oder sowas haben, was dann angesteuert wird. Und dann ist das Thema nicht mehr eine offene Ladenkasse, sondern eine geschlossene, eine, die eben dann offiziell arbeitet, sprich, die dann genau. letztendlich eine TSE benötigt. Und von daher ist das, glaube ich, die beste Definition, die genau. man da treffen kann. Ich habe ja vorhin schon, ich glaube, der Thomas hat ja schon mal was zu diesem Preis gesagt von der Kassenlade, diese 105 Euro oder so. 115 ungefähr. 115 Euro, ich glaube, das ist auch nicht mehr so viel Geld in dem Sinne. Ja, aber dann sind sie da auch dort auf der sicheren Seite.
Ja, Thomas, wir hatten vorhin noch ein bisschen über die Kosten, ganz kurz, Tom, über die Kosten gesprochen gehabt. Sorglospaket, da waren noch keine Summen gekommen. Ja, das Sorglospaket, stimmt, ja, habe ich noch nicht gesagt. Ist ja nicht schlimm. Genau, wir hatten vor kurzem oder vor längerer Zeit ja schon mal Informationen an alle Kunden rausgeschickt. Das Sorglospaket liegt bei derzeit 300 in die 95 oder 98 Euro. Also knappe 400 Euro. Jährlich, genau, ja, wo wir halt dann letztendlich aber alle Meldungen, alles, was rund ums Portal sich bewegt, mit abgedeckt haben. Ja. Ja, das war eben gerade nochmal die Frage auch von den Herrn Köhnlein, ja, mit dem Preis, ich denke mal, knappe 400 Euro jährlich. Und dann sind Sie dort auch auf der sicheren Seite, weil das ja alles inklusive ist, ne, mit der entsprechenden Cloud-Version oder halt mit dem USB-Stick. Wobei wir ja wieder sagen, auf die Cloud-Version. Besser ist das. Besser ist es, genau. Ja, Tom. Ja, bitte, mach. Tom. Darf ich jetzt? Ja, weil es gerade noch zum Thema Kosten passt, ich würde jetzt mal allen einen, ganz unverbindlich natürlich, einen Bestellschein in den Chat schicken. Da stehen die Kosten auch nochmal drauf. Es ist ja einmal dieser jährliche Betrag, dann ist ein gewisser Einrichtungsaufwand unter Umständen zu berücksichtigen. Und damit Sie das alle nochmal schwarz auf weiß haben, schicke ich das jetzt einfach mal rum. Oder ist schon rum, bin gar nicht so sicher. Aber kommt auf jeden Fall gleich zu Ihnen rüber, weil die Frage kam nämlich mehrmals. Ja. Okay. Ja, wunderbar, Tom. Vielen Dank. Ja, dann habe ich hier nochmal eine Frage von den Mario Linsel. Ich arbeite mit Laufzettel in der Kasse. Werden die auch registriert, wenn ich einen Zettel drucke? Also das sagt mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Also ich meine, man lernt ja nie aus. Von daher bringt das ja auch für uns eine ganze Menge, dass wir immer Neues erfahren. Genau. Vielleicht können wir uns im Nachgang mit Herrn Linsel da mal auseinandersetzen, was das genau bedeutet, was er darunter versteht, Herr Linsel. Ja. Und dann gucken wir uns das gerne mal an. Letzten Endes im Moment komme ich mit dem Begriff nicht so ganz klar, aber wir können darüber sprechen und werden sicherlich dann auch da eine passende Lösung oder eine Antwort finden. Genau. Alles können wir nicht, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen wollen, aber wir können relativ viel und das, was wir nicht können, darüber können wir uns ein bisschen austauschen und gucken, ob wir es irgendwie anders umgesetzt kriegen. Herr Linsel, tun Sie mir bitte einen Gefallen, würden Sie zumindest einmal Ihre E-Mail-Adresse hier in den Chat schreiben, damit wir da auch gleich nochmal die Information haben. Dann werden wir das, oder der Thomas wird Sie dann einmal kontaktieren und diesbezüglich dann auch nochmal nachhaken. Genau, machen wir gerne. Wenn Sie es einmal bitte machen, Ihre E-Mail-Adresse hier reinschreiben, ist sie kein anderer, und dann passt das schon. Ja, perfekt. Das ging ja rasend schnell. Super, herzlichen Dank. Ja, momentan bleibt der Chat ein bisschen ruhig. Tom, was hast du noch so Schönes zu berichten, beziehungsweise auf deinen Laufzettel? Also ich laufe jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber ich habe tatsächlich noch was auf meinem Zettel. Das sind Fragen, als ihr vorher noch technisch beschäftigt wart, die ich mir noch aufgeschrieben hatte. Das geht noch mal ein bisschen zurück an den Anfang der ganzen Geschichte. Und zwar die Frage ganz klar, müssen ab 1.4. jeden Tag alle Belege an das Finanzamt geschickt werden? Das passiert ja automatisch letzten Endes. Also ich muss da jetzt nichts in dem Sinne irgendwie händisch auslösen, sondern wenn diese TSE bei Ihnen eingerichtet ist, dann werden diese Vorgänge automatisiert gemeldet. Okay. Das wird zum 1.4. passieren. Mhm. Gut, ja, dann noch eine weitere Frage. Ab wie viel Prozent Barumsatz muss eine TSE eingesetzt werden? Ja, also da sind wir jetzt wieder in so einem Bereich letzten Endes. Also ich habe da versucht, mal Grenzwerte rauszufinden. Ich möchte da jetzt nichts Falsches dazu sagen. Deswegen fragen Sie da bitte wirklich Ihren Steuerberater. Wir sind genau in dem Bereich, wo ich genau das nicht beantworten kann. Das meiste, was man liest, ist eigentlich immer dieses Thema. Das ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt eine Umsatzgröße, die da entscheidend ist, sondern dieses Thema, wie betreiben Sie denn den Spaß? Also betreiben Sie den mit einer elektronisch-technisch nutzbaren Geschichte? Okay. Oder, um es mal platt zu formulieren, haben Sie noch einen Schuhkarton, wo Sie die Kohle reinpacken? Das ist halt einfach, glaube ich, so ein zentraler Punkt. Aber sehen Sie uns das nach. Das war der Satz auch von Anfang der Geschichte. Fragen Sie dazu Ihren Steuerberater. Genau. Der kann Ihnen das hoffentlich in den detailliertesten Informationen geben, wie Sie da genau ab wann was tun müssen. Dann würden wir jetzt uns einfach in einen Bereich reinbewegen, in dem wir nicht tätig sind oder nicht tätig sein dürfen. Ne? Genau. Weil wir keine Berater sind. Genau. In dem Fall. Ja, wunderbar. Das war das. Dann habe ich noch eine Frage. Tatsächlich aus dem Süden des Landes. Kollege Buchmann fragt, muss auch in Deutschland ein Monatsbeleg erstellt werden, analog Österreich?
Beziehungsweise gibt es da einen Hinweis beim Programmstart, falls der noch nicht erstellt wurde? Da muss ich dem lieben Christoph im Moment leider eine Antwort schuldig bleiben. Christoph, das kann ich dir Stand jetzt gar nicht so ganz genau sagen. Ich werde mich da auf jeden Fall nochmal drüber informieren und du wirst der Erste sein, dem ich dann diese Informationen mitgebe. Wir reden ja alle 2 Wochen regelmäßig miteinander oder zwischendurch mal. Ich werde diese Informationen besorgen und werde dir das dann auch nochmal zukommen lassen. Aber du hast das ja vorhin im Programm schon gesehen. Der gute Carsten hat es damit eingebaut. Also es wird sicherlich sowas in der Richtung geben. Christoph hat den Riesenvorteil, der ist schon sattelfest in allen Bereichen, was dieses Thema anbelangt, weil der gute Christoph hat das schon in Österreich mit umgesetzt. Wenn wir ihn jetzt in den Chat reinholen würden oder ihn auch sprechen lassen, er würde garantiert 100% für eine Cloud-Lösung sein. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil er eben genau dieses Thema mit den Sticks damals mal mitgemacht hat. Und ja, von daher vielen Dank, dass du die Frage nochmal gestellt hast. Ich sammle das und werde dich und die anderen dann informieren. Genau, das war nämlich der Kollege, den ich vorher meinte, als ich sagte, dass dann die Kündigung bevorsteht, wenn wir mit USB-Sticks rumhantieren. Okay, Olli, hast du noch was auf der Liste? Ich hätte nämlich noch ein, zwei Sachen, die ich noch gern loswerden wollte, erstmal noch schnell. Geht das? Ja, also es kam gerade noch eine Frage rein von Herrn Andreas Glocke. Ich habe Fragen für den kommenden Stammtisch. Wie importiere ich DRT-Daten in Kfz-BIM, die Mehlig-Rechnung aus Kfz-BIM? Ja, das ist tatsächlich auch ein Thema für den nächsten Stammtisch in 14 Tagen, also zum Beispiel mit dieser ganzen E-Mail-Geschichte. Da müssen wir mal gucken, ob bezüglich der DRT eigentlich das auch über eine entsprechende Schnittstelle, die DRT-Schnittstelle, auch da können wir dann mit Sicherheit in 14 Tagen nochmal drüber sprechen. Wir können das aber auch gerne. Macht gerade so. Darf ich kurz dazwischen grätschen? Entschuldigung, dass ich da widerspreche. Wir hatten das ein bisschen anders angedacht. Tatsächlich, in 2 Wochen geht es, das sagen wir nachher noch genauer, auch um das Thema E-Mail versenden, Angebote, Aufträge etc. Das Thema DAT, da werden wir wahrscheinlich eine größere Nummer draus machen. Nicht, weil die uns Geld dafür bezahlen, das tun sie nämlich leider nicht. Aber wir werden wahrscheinlich jemanden aus dem Hause DAT uns mal einladen zu einem solchen Stammtisch, der dann je nachdem ein paar Minuten Zeit bekommt, sein System natürlich hervorzuheben. Aber dann wir natürlich explizit die Schnittstelle, die Verknüpfung zwischen den beiden Programmen zeigen werden. Und dass das natürlich für Sie im Arbeitsalltag eine extreme Erleichterung ist, wenn Sie eben nicht eine Unfallschadenskalkulation mit 60 Positionen abtippen müssen. Also da vielleicht noch ein bisschen Zeit geben uns. Das wird noch ein Thema sein. E-Mail, wie gesagt, in 2 Wochen schon. Okay, also Herr Glocke, wir würden uns freuen, wenn Sie dann auch wieder dabei sind, auch in 14 Tagen, natürlich die anderen Damen und Herren auch. Ja, ich denke mal, dieser Stammtisch, der ist schon wirklich erwähnenswert. Ja, was haben wir noch? Entschuldigung, wenn ich einmal dazwischen grätsche. Herr Glocke, Sie können natürlich auch jederzeit diese Frage bei uns im Support loswerden oder bei uns im Vertriebsteam, geht genauso. Wenn Sie dem guten Olli nochmal kurz die E-Mail-Adresse da reinschreiben wollen, dann wird sich mein Kollege Daniel Husmann mit Ihnen kurzfristig in Verbindung setzen und wird Ihnen das auch einfach mal auf Ihrem System zeigen. Das ist relativ kurzfristig zu machen. Wenn Sie es keine 2 Wochen mehr aushalten, nutzen Sie die Chance, schreiben Sie es rein. Sieht, wie gesagt, außer Olli keiner, ich vielleicht nur so ein bisschen. Und dann können wir uns das ganze Geschichte, die ganze Geschichte bei Ihnen auf dem Rechner mal anschauen. Das ist natürlich auch die 2. Variante. Ja, Tom, dann habe ich erstmal zurzeit hier nichts mehr im Chat. Dann, was hast du noch so Schönes auf dem Zettel? Ich habe 2 Fragen. Ich habe 2 Fragen, alle die teilnehmen. Auch die, ich hoffe, das funktioniert jedenfalls, stelle ich jetzt hier mal in den Chat hinein. Das ist nämlich für uns unheimlich interessant. Wie weit sind Sie da? Sehen Sie die Kurzumfrage? Olli, siehst du sie? Also ich sehe sie ja. Also ich sehe auch gleich die Frage, nutzen Sie bereits ein Kassenmodul in Kfz-WIN? Ja, okay. Da ist natürlich sehr interessant, auch für uns natürlich, ob Sie auch wirklich eins nutzen. Treffen Sie bitte Ihre Auswahl. Ich komme mir vor wie bei der Ziehung der Lottozahlen. Das ist voll lustig. Da bewegt sich ständig 70-30, 70-30. Ja, war damals die gute Frau, die diese Lottozahlen immer gemacht hat, ob bei ARD und... Maren Gilzer war woanders, ne? Die war ja mit solchen Nummern schon. Das war das Glücksrad. Ja, das war das Glücksrad. Aber die war ungefähr genauso fix, ja. Okay, aber ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir hier eine Tendenz. Ich denke mal, 2 Drittel haben offensichtlich das Kassenmodul schon, 1 Drittel der 1.800 Teilnehmer noch nicht. Das ist die erste Frage gewesen. Das wäre natürlich zu wenig. Ich habe immer gleich noch eine 2. Frage. Das
ist meiner Vertriebsvergangenheit geschuldet. Das interessiert uns nämlich mindestens genauso. Wie sieht es denn damit aus? Haben Sie bereits eine TSE, technische Sicherungseinheit, bestellt? Ja, und da kriegen wir auch schon eine, auch wieder mit dem fast Drittel, die noch keine haben. Also etwas über 60%, Entschuldigung, ich habe es verdreht gehabt, also knappe 60% haben gesagt, nein, sie haben es noch nicht bestellt oder haben noch keine TSE und knappe etwas über 30% haben eine. Ja, also sie haben ja noch ein bisschen Zeit, ne? Erste, oha, vierte rückt näher. Ja, es ist schön. Wer zuerst aber. Genau. Der Anlass, warum wir diese Umfragen hier reingestellt haben, war eigentlich der, dass wir alle spätestens jetzt reingrätschen und sagen, bitte wartet nicht bis zum 1.4. Weil, ja, das mache ich dann mit Ihnen. Ich habe mal gesagt, wir haben 7.000 Kunden in etwa. Ja, also ich meine damit auch kommen, dass Sie nicht warten sollen. Das war jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen als Joke gedacht, wir haben ja noch viel Zeit. Ach, ne? So. Entschuldigung. Du, alles, ja, gut. Ich wollte das nur gerne nochmal zum Anlass nehmen. Bitte warten Sie nicht so lange, weil es bringt Ihnen nichts, es bringt uns nichts, wenn alle ab 15. März in der Hotline anrufen, dann geht die natürlich unter. Unter. Das, ja, das hilft nicht weiter. Wir wenn kommen Sie nicht rum. Ob Sie es jetzt machen oder ob Sie es im März machen, ist egal. Und im Strich kommt es auch selber raus. Deswegen tun Sie Ihnen und uns einen Gefallen und warten Sie bitte nicht zu lange damit. Ganz einfach. Ja. Das ist auch der Ansatz, der Anlass gewesen, dass wir diese Veranstaltung heute schon machen und nicht erst am 15. März. Ja, weil wir nämlich dann alle untergehen. Genau. Gut. Ja, vielen Dank, Karin Tietze-Ludwig. Das war die gute Dame von den Lottozahlen. Tom. Ja, eine Frage ist noch reingekommen. Welche Lieferzeiten gibt es für die TSE? Ja, ich hatte eben schon gesagt, wir arbeiten das nach Bestelleingang ab. Das heißt, wir haben jetzt schon eine ganze Menge Bestellungen vorliegen und werden das dann sukzessive abarbeiten. Wir sind ja nun mittlerweile auch ein paar mehr Leute im Support, was Sie hoffentlich auch feststellen, dass Sie uns auch wieder deutlich besser als in den letzten Jahren erreichen können. Wir werden das sukzessive abarbeiten, werden damit wohl in der nächsten Woche beginnen, planen so ungefähr bei unseren Kollegen, dass wir so zwischen 30 und 40 Stück am Tag abarbeiten werden. Das ist erstmal so die Schlagzahl, die wir uns vorgestellt haben. Und dann sollten wir so in den nächsten 10 bis 14, 15 Tagen damit durch sein. Und dann geht es halt entsprechend weiter. Also kann man so ungefähr abschätzen, was da jetzt gerade vorliegt. Und ja, je mehr da kommt, desto mehr haben wir zu tun. Ja, Vorteil ist, wir werden immer sattelfester. Wir haben das Vorteil, dass wir die ganze Geschichte in Österreich auch schon mal mitgemacht haben. Das heißt, wir wissen ungefähr, wo die Fallstricke sind. Und von daher sind wir eigentlich guter Dinge, dass wir das auch zügig dann abarbeiten können. Ja, perfekt. Ja, viele, viele Fragen. Eine Online-Frage, das heißt eine Online-Frage. Da kommt die Frage rein, wird es Kfz-Win in Zukunft online-mäßig geben? Hui. Ja, also es wird, auch wir entwickeln natürlich uns in Summe weiter letzten Endes. Jetzt habe ich wieder das Wort in Summe benutzt, das möge mir der gute Herr Schneider mal eben nachsehen. Also, wir sind natürlich auch damit beschäftigt, uns über die Zukunft Gedanken zu machen, wie es mit unserem schönen Kfz-Win weitergeht. Wir haben da einen Schlachtplan schon entworfen. Wir werden uns mit diesem Schlachtplan allerdings vorher erstmal in innereuropäischen Ausland bewegen, werden da erste Markterfahrungen damit sammeln und planen dann natürlich auch das Ganze in Deutschland ins System zu integrieren. Es wird eine rein online-basierte Lösung sein, die entweder in einer Cloud oder bei Ihnen im System laufen kann. Das sollte vielleicht als erste Information dazu erstmal reichen. Wir werden rechtzeitig auf entsprechend alle Kollegen und Kolleginnen zukommen. Es wird aber, und das muss man, glaube ich, ganz deutlich sagen, nicht eine Kopie des jetzigen Kfz-Win sein, sondern wir wollen in andere Märkte damit gehen und werden uns dann langsam weiterentwickeln. Aber wie gesagt, bei Zeiten werden wir Sie auch darüber informieren. Ja, wunderbar. Der Herr Höbel hat eine Frage gestellt. Ich nehme sie einfach mal so mit auf. Ja. Wird das an den entsprechenden, also an den Herrn Lohmann auch weiterleiten. Er wird sich mal um das Anliegen auch direkt mal kümmern. Dann kam noch eine Frage von den Herrn Judek. Wie funktioniert denn die TSE-USB-Basislösung? Also mit dem USB-Stick. Das heißt, es ist ja im Prinzip,
muss ja auf dem PC raufgesteckt werden, ja. Muss dann ja auch konfiguriert werden. Genau, also die Basislösung lässt sich natürlich ähnlich konfigurieren. Es gibt dann sogenannte Templates, die installiert werden. Mhm. Die beinhalten dann die Grundeinstellungen für die jeweilige TSE, die dahinter steckt. Wichtig ist immer, wenn Sie die TSE, also den Stick oder was Sie dann nochmal haben, nicht über uns beziehen. Es werden nicht alle Sticks von dieser Middleware, von der wir da sprechen, unterstützt. Okay. Fragen Sie vorher nach, bestellen Sie nicht einfach irgendeine und hinterher stellen wir fest, die passt leider nicht. Sie können zu ungefähr ähnlichen marktüblichen Konditionen sowas notfalls auch besorgen. Und dann ist der Ablauf im Prinzip ein ähnlicher wie das, was wir gesehen haben, mit der Einschränkung, kein Sorglospaket. Sprich, wenn dann monatliche Meldungen, wie der Christoph ja schon gefragt hat, oder Startbelege und ähnliche Geschichten anstehen, dann wird man dafür sicherlich nochmal den einen oder anderen Euro investieren müssen. Das ist halt in diesem Sorglospaket alles drin. Von daher können wir das eben immer nur auch aus Erfahrung wiederum aus Österreich nur Ihnen ans Herz legen. Alles, was Sie im Sorglospaket drin ist, läuft automatisiert. Im anderen Fall, wenn Sie das nicht haben und da stehen Meldungen aus, kriegen Sie halt E-Mails. Wenn Sie darauf reagieren und sich dann so eine Meldung nachkaufen und die Geschichte dann entsprechend abhaken, als erledigt ansehen, dann ist alles gut. Wenn Sie das nicht machen, wird es irgendwann schwierig. Also von daher, alles, was automatisch läuft, ist immer der beste Weg. Okay, ja, super. Vielen Dank. Ja, eine Frage kam jetzt nochmal von den Matthias Pabinger bezüglich Warenkorb Parzling 24, dann eine Schnittstelle. Passt jetzt eigentlich nicht zum Thema. Ja, können wir aber ganz kurz einmal anreißen. Ja, okay. Denke ich, das ist halt, also Parzling 24 ist, glaube ich, so fast 24 Jahre ein Thema. Vielleicht ist das Zufall, dass das da drin steckt, aber Spaß beiseite. Ich habe irgendwie vor ewigen Zeiten auf den Automechanikers immer mit den Kollegen schon gesprochen. Es hieß, ja, es kommt eine Schnittstelle, wir bauen da was. Dann kam wieder gar nichts, dann war eine ganze Zeit lang Ruhe. Mhm. Seit, ich glaube, 2 Jahren gibt es jetzt die Möglichkeit, eine sogenannte CSV-Datei, glaube ich, ist es, runterzuladen. Hat nur den einen ganz kleinen Nachteil. Das funktioniert immer erst, wenn Sie schon bestellt haben. Die sind also schlau, die Jungs. Mhm. Heißt, wenn Sie die Bestellung schon in Richtung Ihres OE-Partners gesendet haben, dann könnten Sie diese Datei runterladen. Dazu gibt es eine Schnittstelle, das Ganze bei uns dann auch einzulesen. Heißt, ich muss die Nummern dann nicht nochmal eintippen. Texte, Mengen, Preise stehen da drin. Aber wie gesagt, immer erst, wenn das Ganze schon bestellt wurde. Ich habe munkeln gehört auf einer letzten Messe in Essen. War jetzt allerdings auch schon wieder 1,5 Jahre her. Dass da was Neues kommen soll, was dann vielleicht auch eine Fahrzeugübergabe ermöglicht. Ob dem so ist, kann ich im Moment nicht genau beantworten. Dafür haben wir das schon zu lange mitgemacht und warten immer noch. Also fragen Sie bei denen mal nach, machen Sie ein bisschen Druck, vielleicht geht es ein bisschen schneller. Ja, vielen Dank. Tom, hast du noch was? Nein, ich habe jetzt noch ein paar einzelne Fragen hier im Chat, die ich gerade nebenbei beantworte, die sehr speziell sind. Eigentlich so nicht. Ich muss nochmal nachfragen, dass dieser Bestellschein, den haben alle bekommen. Ne? Da muss es bei Ihnen irgendwo einen Punkt Unterlagen geben, da ist der reingekommen. Da vielleicht mal ist da, okay, hat gepasst, ist also rausgegangen. Ja, das vielleicht noch an der Stelle, ist da, wunderbar. Nee, sonst Fragen habe ich sonst keine mehr. Ich habe 1, 2 Sachen notiert für die Kollegen aus dem Support. Da werden sich in Kürze die Damen und Herren da zurückmelden. An dieser Stelle vielleicht auch kurz der Hinweis, die tun, was sie können. Es ist halt mal mehr und mal weniger und deswegen bitten wir tatsächlich hier und da wirklich um Verständnis, dass es auch mal einen Tag länger dauern kann. Wir arbeiten aber dran. So, das dazu. Seid ihr dann eigentlich soweit durch mit eurem Thema oder? Ja, Thomas, hast du sonst noch irgendwas an die lieben... Also erzählen könnte ich noch so ein bisschen mehr, aber der gute Tom will vielleicht ja auch noch was loswerden. Wenn noch Fragen da sind, können wir die gerne aufnehmen. Also ich denke mal, über diese ganze TSE-Geschichte sind tatsächlich viele, viele Informationen geflossen. Ich hoffe, dass auch die Kunden natürlich dadurch auch mit Sicherheit schlauer geworden sind, was jetzt zu machen ist. Also lassen Sie sich nicht so viel Zeit bis zum 1.4. Machen Sie das. Ja, Tom. Ich. Wir hätten sonst nichts mehr. Außer. Okay, ja, dann sage ich mal. Dann ja, du wolltest ja auch mit deiner Mütze da was machen. Richtig, aber es kommt noch eine ganz wichtige Frage vorab und zwar zumindest für die reinen Kfz-Win-Anwender. Wann ist das nächste Update?
Thomas? Also wir planen das in der nächsten Woche zu versenden. Das heißt, am Montag steht noch eine letzte Rückmeldung eines Partners aus. Sobald wir die haben, werden wir mit dem Versand in Anführungszeichen beginnen. Das heißt, ich würde mal damit rechnen, dass ab Dienstag, Mittwoch die ersten Versionen online stehen. Es sei denn, Montag entscheidet sich noch was ganz in die andere Richtung, dann kann das sich um eine Woche verschieben, aber gehen Sie mal davon aus, im Laufe der nächsten Woche. Und nicht erst zum Freitag, dass Sie dann am Freitag da sitzen und freuen sich, wie schön das neue Update ist, sondern wir werden es wieder so machen, dass wir noch so 2, 3 Tage bis zum Wochenende haben. Das hat sich die letzte Zeit immer gezeigt, ist eine gute Geschichte. Sind wieder ein paar schöne Sachen dabei. Wir freuen uns schon, das an Sie ausliefern zu können und werden alle Mann dann wieder hoffentlich eine ganze Ecke glücklicher und zufrieden sein und schauen mal, was dann noch so auf uns zukommt. Wunderbar, vielen Dank. Und die allerwichtigste Neuerung aus meiner, unserer Sicht ist eigentlich hier, was wir auf der Startseite von Kfz Win sehen, da links oben neben dem Button Kunde. Ja, Kfz Win Stammtisch, lasst schnacken. Das heißt, wenn Sie da zukünftig dann draufklicken, sehen Sie direkt die nächsten Termine und auch die entsprechenden Themen, um die es gehen wird. Beziehungsweise, wenn Sie oben auf Teilnehmen klicken, dann wird direkt der YouTube-Kanal aufgerufen, den manche vielleicht von Ihnen auch schon kennen. Für die, die es noch nicht kennen. Ja, es gibt einige Schulungsvideos im Bereich Kfz-Win für einzelne Module, für einzelne Funktionen. Genau, vielleicht bitte ohne Ton jetzt. Wo man es einfach nochmal nachschauen kann, gewisse Funktionen, die man nicht alltäglich benutzt, die man da nochmal nachprüfen kann. Da arbeiten wir immer mehr dran, weil wir feststellen, das wird angenommen. Wir haben da sehr, sehr viele Klicks, wir haben da sehr, sehr viel Resonanz auch drauf. Da also wirklich der Hinweis, gerne mal reinschauen, gerne auch abonnieren, damit Sie über die Neuigkeiten informiert werden. Nachdem, und das weiß ich, für Sie alle, das heute unheimlich viel Information war, machen wir es auch dieses Mal wieder so, dass wir von dem heutigen Stammtisch einen Mitschnitt natürlich laufen lassen im Hintergrund schon die ganze Zeit. Und den werden wir auch anschließend im Anfang der nächsten Woche, denke ich mal, online schieben auf den Kanal. Das heißt, auch da können Sie unter Umständen gerne nochmal nachschauen, was heute vielleicht hier oder da zu schnell ging für Sie. Das ist ganz menschlich. Ja, ich sehe, da sind jetzt noch mal ein paar Fragen reingekommen. Eine, die wird massiv gestellt. Deswegen möchte ich die vielleicht noch mal an dich stellen, Thomas. Stimmt das, dass die Lade keinen Schlüssel mehr haben darf? Die Kassenlade ist wohl gemeint. Das weiß ich jetzt nicht. Also unsere hat noch einen letzten Endes. Mhm. Von daher, die Frage kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht eindeutig beantworten. Da müsste ich mich selber mal drüber informieren. Ich habe das so in der Form nicht gehört. Wenn es da widersprüchliche Aussagen gibt. Ich kann mich da gerne mal mit auseinandersetzen. Wir haben einen sehr guten Partner, was diese Kassenlösung anbelangt. Den würde ich einfach mal fragen. Mhm. Und dann gucken wir mal, wie wir das dann entsprechend kommuniziert bekommen. Ja, okay. Also mir wäre davon auch nichts bekannt, dass es da irgendwie eine Änderung gäbe. Insofern, glaube ich, können wir sich beruhigen. Ja. So, warum kann man in der Kasse nicht gleichzeitig eine Berechnung und eine Rückgabe mit Minus in einem Beleg eingeben? Das hat in erster Linie buchhalterische Thematiken, weil letzten Endes dann nachher ja auch die Kontenseiten gedreht werden müssen letzten Endes. Und deswegen machen wir das genau wie in einem normalen Vorgang immer in zwei Vorgängen. Das wird so bleiben. Ja, das sind alles andere, ist buchhalterisch echt problematisch. Auch wenn, wie Sie schreiben, Herr Sprock, dass andere Programme machen. Wir machen es nicht, wir machen das richtig. Genau, jetzt mal noch eine Frage von den Daniel Sprock. Und zwar die habe ich gerade gestellt. Bitte? Achso, die habe ich eben schon beantwortet im Chat. Achso, okay. Ja. Alles klar. Gut. Ja. Dann sind wir mit dem Chat, glaube ich, soweit durch. Genau. Gleich noch am Rande. Wir sind auch, wenn wir jetzt das Webinar gleich. Und die nächste Frage. Sind wir noch ein paar Minuten online? Das heißt, wenn noch Fragen auftauchen sollten, dann können Sie uns die auch da noch stellen. Ansonsten ist es ja so, Sie bekommen jetzt nach Abschluss der Veranstaltung sowieso noch eine E-Mail geschickt, erstmal mit dem Dank, dass Sie dabei waren natürlich, aber auch eben mit dem Mitschnitt des Webinars auch nochmal als Link. Das heißt, auch da können Sie uns dann immer noch drauf antworten und eventuell weitere Fragen stellen, wobei ich natürlich dazu sagen muss, bitte missbrauchen Sie uns nicht als zweite, dritte oder vierte Hotline. Dafür sind wir zu sehr ausgebucht mit Online-Schulungen anderer Art. Ja, ich denke, das soll es dann soweit auch gewesen sein, aber ich bin Ihnen natürlich noch eine Sache schuldig, und zwar, warum ich dieses Ding die ganze Zeit auf dem Kopf habe und darunter schier eingehe. Das ist einfach nur ein kleiner Hinweis auf einen Verein, den Mitarbeiter, Kollegen aus der Top-Motive-Gruppe gegründet haben. Der heißt Top-Motive Kids,
falls man das über die Kamera sehen kann, Top Motive Kids. Und die Kollegen, Kolleginnen kümmern sich um bedürftige Kinder, um Familien mit bedürftigen Kindern. Und das möchten wir einfach ein bisschen mehr in den Fokus bringen. Wir möchten ja auch hier im Rahmen von diesem Stammtisch nicht immer nur über das Programm oder über die Technik oder das reden. Wir möchten Sie ja gerne ein bisschen mit abholen und auch mit an dem teilhaben lassen, was Top Motive eigentlich ist, nämlich mehr als nur ein Rechnungsprogramm. Und deswegen wird es auch wahrscheinlich bei der nächsten Veranstaltung so sein, dass jemand aus dem Verein Top Motive Kids dabei sein wird, der einfach mal ein paar Projekte vorstellt, was sie da schon so gemacht haben. Das ist kein Zwang, dass sie anfangen müssen zu spenden, gar nicht. Es geht einfach darum, um ihnen ein bisschen Einblick zu geben in das, was unsere Firma wirklich darstellt. Und das ist eben ein bisschen mehr. Ja, deswegen habe ich auch vorher in den Chat reingeschrieben gehabt, ne, wer sich zuerst ein Kaltgetränk holt und das hier auch öffentlich kundtut, der gewinnt eine solche Mütze. Vor zwei Wochen war der liebe Kollege Matthias Wagner der Gewinner. Ich habe jetzt hier schon mal eine ganze Kiste mit Mützen angefordert. Das heißt, die werden wir dementsprechend im Nachgang rausschicken. Die Adressen kennen wir ja. Die Farben müssen wir noch klären, Matthias. Ja, und die Dame, die heute gewonnen hat, das ist die, die den Sekt getrunken hat und gesagt hat, heute ist der, wie heißt der Donnerstag? Jetzt finde ich es gar nicht mehr im Chat. Irgendwie ein lustiger Donnerstag. Ich suche es mal eben schnell raus. Ja, ich finde es auch nicht. Auf jeden Fall, Frau Hellhauser, Sie wissen, dass Sie gemeint sind. Unsinniger Donnerstag, Dankeschön. Unsinnig. Das passt jetzt. Genau, unsinniger Donnerstag. Genau. Das passt ungefähr genauso zum Thema wie das hier, unsinnig. Gut, also wie gesagt, Vorausschau in zwei Wochen. Es wird jemand von Top Motive Kids da sein und dann das eigentliche Thema, beziehungsweise die eigentlichen Hauptthemen, auch wenn es vorher schon kurz angedeutet wurde. Ganz wichtig ist uns das Thema Artikelkonverter. Damit können wahrscheinlich jetzt wenige was anfangen, aber das heißt für uns einfach, das Einlesen, das Importieren von Preislisten, von Artikellisten von Herstellern, die eben kein Online-System haben oder wo es keine Schnittstelle zu dem Online-System gibt. Ne? Wir haben natürlich alle Schnittstellen zu WM, zu Stahlgruber, zu Neinke, zu Hess, zu Kabis, wie sie alle heißen, die haben wir. Aber es gibt eben auch Händler, die haben gar kein Online-System und die haben aber eine Preisliste und die geben sie ihnen vielleicht in einem Textformat, in einem Excel-Format oder wie auch immer. Und auch da gibt es eine Möglichkeit, die im Kfz-Bin einzulesen, damit Sie nicht jede Artikelnummer, jede Bezeichnung und jeden Preis manuell tippen müssen. Und das werden wir vorstellen. Auch da haben wir uns wieder jemanden dazugeholt, der das besser versteht als jeder andere von uns, der Kollege Volkers. Der wird uns da an diesem Tag unterstützen. Sie merken schon, ne, wir geben mehr und mehr ab. Könnte Strategie dahinter stecken. Nein, wir sind froh, dass wir den Beistand der Kollegen haben, so wie auch heute von Thomas. Genau. Also einmal das Thema Artikelkonverter ganz groß und was wahrscheinlich wieder noch mehr von Ihnen interessieren dürfte, ist das Thema E-Mail-Versand. Das ist ja nicht erst seit gestern auf dem Plan, das haben wir schon länger. Wir merken das auch im Support, dass die Anfragen immer wieder kommen, in den Schulungen kommt das immer wieder. Wie kann ich ein Angebot, wie kann ich einen Auftrag per E-Mail verschicken? Ja? Kann ich einen Serienbrief per E-Mail verschicken? Solche Dinge, das werden wir auch heute in zwei Wochen, sprich am 25. Februar vorstellen. Ja? Wie immer eingerahmt mit einer kleinen Nachschau von heute. Kleinen Vorblick auf den übernächsten Termin. Das ist das, was wir am 25.02. vorhaben. Ja? Gut. Auf die Aufzeichnung auf den YouTube-Kanal habe ich hingewiesen. Ich weiß nicht, wir könnten da vielleicht noch den Link nachher in den Chat reinschreiben. Ansonsten, wie gesagt, mit dem nächsten Kfz-Win-Update haben Sie es sowieso auf der Startseite. Ansonsten einfach mal bei YouTube eingeben, Top Motive oder Kfz-Win, dann finden Sie uns. Und wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch da abonnieren. Und ich glaube, damit sind wir durch. Möchtet ihr zwei noch ein paar Schlussworte aus Barg der Heide schicken? Thomas. Ja, ich sage nochmal vielen, vielen Dank, Herr Kollegen, dass ich mal hier bei euch in eurem Videostudio sein durfte. Ich habe das ja schon die ganze Zeit immer mit Begeisterung verfolgt, wie auf Deutsch gesagt, geil ihr das so immer macht. Die Videos, die wir auch für die Schulungsthemen in unserer Online-Hilfe haben, gucken Sie da mal rein, da ist für jeden was Interessantes dabei. Der Vorteil auch für mich, in meinem Alter, man kann sich das immer mehrfach angucken und irgendwann habe ich es dann auch verstanden, was wir da so alles können. Also von daher nochmal vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat sehr wirklich gerne Spaß gemacht. Ich hoffe, war auch für die Kunden ein bisschen was dabei. Ich hoffe, hat jeder ein bisschen was mitgenommen. Wenn Sie Fragen haben, scheuen Sie sich nicht. Wenden Sie sich an den Support, schreiben Sie uns E-Mails und wir versuchen das zeitnah zu beantworten. Vielen, vielen Dank. Schönen Abend noch. Tom hat das Bier schon am Start. Von daher Prost in die Runde. Genau, ja. Und auch von meiner Seite nochmal vielen Dank, Thomas. Vielen Dank, Tom.
Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ja, ich würde sagen, Das schnacken wir beim nächsten Mal. Genau, das schnacken beim nächsten Mal und Prost. Das Wichtigste, bleiben Sie gesund. Genau. Wir kriegen